Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Live aus dem Irrenhaus, wortwörtlich diesmal. Wir spielen heute Sea of Thieves an einem heiligen Donnerstagmittag. Und ja, viel Spaß und so weiter. Dabei ist wieder die krasse, was sagt man mal auf dem Schiff? Skeletto-Crew. Skeletto-Crew? Nein, ihr seid ja keine Skelettos. Matrosen. Irgendwie ist das gerade richtig laut bei mir. Es tut mir leid, ich verstehe gar kein Wort von euch. Warte kurz. Was? Warum wird mein Falschgeld geprüft, stand da gerade. Wie bitte? Da steht gerade Falschgeld geprüft. Ja. Hallo? Hier ist eine Kiste mit exotischer Seide. Wie? Verkauft? Ja. Warte, aber ich bin noch nicht drin. Erst wenn ich da bin! Ja, die habe ich gerade gekauft. Galeone beitreten. Wartet bitte noch nicht, ich bin noch nicht da und komme online. Hat mich jemand eingeladen? Warte, bevor wir das verkaufen, warte mal. Oh je, ein Problem ist aufgetreten. Stimmt, wir können uns irgendwo einkaufen, ne? Ich ziehe uns gerade noch, ja, weil wir noch. Oh ja. Wie kann ich euch beitreten? Irgendwas steht da. Warte, ja. Über so. Spielen und dann irgendwo beitreten der Gilde. Ja, muss auch spielen, Gilde, und dann Schiffe auswählen. Also spielen Abenteuer. Ja. Spielen Abenteuer, offenes Meer, segelfreie Gilde. Aber ich weiß nicht, wie ich beitreten kann. Achso, dann in Reiter Gilde. Müsste immer Gildenschiffe sein, oder? Hier, ja. Und dann müsstest du uns sehen. Galeone beitreten. Aber bei mir sind nur zwei Leute drin, ne? Nicht drei gerade. Ich bin gerade erst gejoint. Ich hoffe, das hat so geklappt. Das wird schon klappen. Whitewater ist dann an Kuba gedreht. Ist so. Wollt ihr euch noch kurz vorstellen? Ich frag mich, ob jemals irgendjemand die Wots dann guckt oder die Videos oder was weiß ich und dann sagt, ah, oh mein Gott, ich weiß, wer dabei ist. So ähnlich wie die drei Fragezeichen, wo immer die Karte vorgelesen wird. Versteht ihr? Dass man irgendwann auch dann das auswendig kann, wer dabei ist. Also Justus Jonas, erster Detektiv. Recherchen und Archiv. Bob Andrews. Tim das Schaf. Sowas. Ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Wir brauchen immer die gleichen Sätze. Wir brauchen eine Visitenkarte. Tim das Schaf, Sportfanatiker und Feuerwehrmann. Oh, ja, irgendwie sowas. Ich bin übrigens jetzt da. Sie spielen jedes Spiel. Ja. Erster Laberfürst, Tim das Schaf. Zweiter Laberfürst, Mr. Lawbreaker. Für Segeln und alles retten, Schatzo. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Aha. Ja. Ich finde das ja immer. Nee. Ich bin das Beste am Schluss. Ich finde das immer in welchen Situationen die das immer rausholen, diese Karte. Es könnte der Bösewicht sein, der gerade in Ketten liegt. Und dann geben die dem die Karte und der liest die sich ganz. Ja, aber das gehört sich so. Ich verstehe das nicht. Ja, also ich finde, so eine Vorstellung ist nie verkehrt. Also ich finde, das macht einen irgendwie sympathisch. Ich habe gerade ohne Witz Triple-Check gemacht, ob ich überhaupt streame. Ich habe so ein Trauma von dem letzten Mal, wo ich einfach die Hauptstory weitergemacht habe und vergessen habe zu streamen. Das ist nie passiert. Das ist passiert und das gibt's leider auf Band. Gibt's das auf Band? Ja, also halt, ich habe mich die ganze Zeit danach ausgekotzt, wie dumm ich doch bin, dass ich vergessen habe zu streamen. Also ich glaube schon, dass es das auf Band gibt, Hast du verkauft, Kevin? Warte mal, du hast... Nee, noch nicht. Ja, ist kein Witz, Tim. Ich habe die Hauptstory, ich habe eine Stunde die Hauptstory von Cyberpunk gemacht. Hab die ganze Zeit, ich war so entertaining wie noch nie, ich war so richtig lustig, ich habe voll die Witze gemacht und so weiter. Ich habe mir da so ein Video abgespielt, ich habe mir das bestimmt 10 Runs angeguckt und dazu Lieder erfunden und sowas und so. Es war richtig gut eigentlich und ich wunderte mich, dass keiner da sich freut über diese witzige Entertaining-Sache, ne? Und dann sah ich dann nach einer Stunde, dass ich gar nicht auf Start Streaming gedrückt habe. Das heißt, ich habe eine Stunde meines Lebens nur Quatsch gemacht. Mit dir selber geredet. Mit mir selber geredet. Ich meine, ich habe über meine Witze natürlich herzlich gelacht und das mache ich sowieso auch immer am lautesten, aber I swear to God. I swear to God. Hast du dich nicht gewundert, dass niemand in den Chat schreibt? Natürlich, aber ich dachte einfach, keiner versteht diesen witzigen Humor. Keine Ahnung. Ich war halt verwirrt und dachte mir, alles klar. Oh, ich habe eine Ankerkugel, Leute. Ich habe eine Ankerkugel, jetzt sofort.
Ja, also ich bin bereit für die krasse Schlacht. Dann können wir wieder Leute, die uns versuchen zu kentern, selber kentern. Ja, das stimmt. Kentern oder kentern? So. Beides. Und hallo Vara und hallo Lordi. Ah. Na, geht's euch gut? Aber ich habe jetzt auf jeden Fall eine relativ volle Lagerkiste. Mit you're here to God, to God. Ja, einen. Einen der vielen. Man weiß nicht, welchen Gott ich answäre. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Achso, oh, ich mach das. Ich mach mal den Skin. Ich mach mal dein Schiff schön, okay? Den Oreo-Skin. Nein, das ist der Kyoda Skeletto-Skin, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Kann das, Oreo. Wie kann ich nochmal das als Favorite markieren? Das geht nicht, wenn das nicht dein Schiff ist. Ach so, ich dachte, ich kann es für mich aber generell als Favorite markieren. Musst du halt durch deine, oben durch die Filter noch durchgehen. Ah, okay. Hast nicht alles auf einmal. Okay, also Segel habe ich, Rumpf habe ich, Kanone hast du anscheinend schon ausgewählt, Flagge habe ich. Okay. Mhm. Fertig. Nice. Gucken wir mal an. Oh, er ist ein Cutie. Ist schon hübsch, ne? Schon hübsch. Schlecht? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr cool. Aber das Steuerrad ist so ein bisschen lahm, finde ich. Das würde ich auch nochmal ändern. Sehr schlicht. Ich glaube, das ist das Schlichte. Hier ist noch exotische Seide, ne? Ja. Ah ja, die wollten wir verkaufen. So, das... Obwohl, doch, das macht Wir wollen zuerst eine Fraktion, aber das bringt für die Seide, glaube ich, relativ wenig. Da müssen wir schon einen Handelsspot nehmen. Das stimmt. Achso. Ja. Aber wollen wir die? Weiß ich nicht. Schnucki, guck mal, ich habe für dich das Steuerrad ausgewählt. Das habe ich irgendwie neu drin gehabt. Das ist doch eindeutig jetzt, oder? Guck mal. Ich würde die jetzt letzte Level 50 bringen. Oh ja. Sehr eindeutig, ne? Glaube ich von Marco. Ich meine, mit den anderen bin ich eh schon auf Level 50, aber... Was für ein Level, wo seid ihr denn am höchsten? Dann können wir die vielleicht noch mehr buchen. Ich glaube bei den Goldleuten. Ich glaube auch bei den Goldleuten. Es fehlt am wenigsten zu Level 50 oder ist er schon Level 50? Warte mal, Tab. Oh, guck mal, kurz. Ich glaube, eine Kapitänskajüte konnte man das gut sehen, ansehen. Goldsammler 40. Da, Goldsammler 39, Seelenorden 31, Handelsbund 10. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch. Versuchen wir noch Goldsammler ein bisschen hochzubekommen. Mhm. Ich glaube, wenn man bei drei Fraktionen auf Level 50 ist, wird man Piraten. Legende. Legende. Ah, okay. Gibt es noch mehr Missionen? Geil. Mit Tim sprechen. Mit Tim? Ja. Ah, ich weiß, der Skin-Tim. Ja. Der Skin-Tim. Das ist ein Zeichen dafür, dass er Skins cool findet. Materielles Mädchen. Oh, noch eine andere Schrotflinte. Mach doch ein Lied drüber. Das ist ja falsch. Materielles Mädchen. Tim. Ich hab eine coole Drehleier geholt. Hier, wo muss ich hin? Da. Zum Skin-Tim. Das ist gar nicht. Doch, das ist Tim. Yes. Stört dich das gar nicht, dass er deinen Namen gemobst hat, Tim? Teilst du den gerne? So. Also. Ich hab gern Anhänger mit einem coolen Namen. Oh, jetzt hätte ich fast. Eigentlich ist sie schon cool. Aber man muss auch bedenken, dass ich halt der Anführer aller Teams bin. Ach so. Der Obertim. Der Main Tim. Der Main Tim. Maintenance. Finde tatsächlich die Krakenskins auch gar nicht so schlecht. Obwohl natürlich das eine ist der Favorite. Ganz klar. Weil das ist natürlich so dunkel wie meine Seele, aber davon die Lampe ist ganz abgefallen. Ey, ich habe hier irgendwas Neues. Königlicher Eimer des Herrschers, ist das neu? Herrscherskins? Sagen mir gar nichts. Kann sein. Musst du da ein bisschen runterscrollen. Die sind auch gar nicht so teuer, so ganz goldene Dinger. Drehleier des Herrschers in schwarz. Oh. Die hab ich. Die ist ganz cool jetzt. Das habe ich mir gerade geholt.
Und so bunte Dinger gibt's auch. Ich finde die Schaufel des glorreichen Säbelrasslers sehr, sehr weird. Die habe ich auch. Okay. Das klingt nach dir. Kerne des Aschen-Dragons. Ah, erfordert die Belobigung großzügige Gaben für viele. Ach so, also wenn man Belobigung hat, kann man die Dinger freischalten. Ja, das sind quasi so Achievements. Ach so. Challenges. Ah, diese Dinger für diese blauen Lulus, was ist das dann? Das sind Dublonen. Das sind besonders seltene Sachen, oder wie? Ja, an Dublonen kommst du schwieriger als an Gold. Ah. Gibt halt ein paar Items, die, wenn du die verkaufst, dann kriegst du Dublonen dafür. Hat gerade jemand noch geschossen? Ich höre auch Schüsse. Ja, ist Kevin. Komm mal zu den Schüssen. Kanonendinger? Ja. Ich noch nicht. Ich bin hier gerade auch noch am Linsen, ne? Also ich bin hier noch kurz, nicht mehr lange busy. Kroll gerade noch hier. Ich komm gleich. Ich brauche noch coole Handschuhe. Okay. Ah, es gibt eine verschneite Schiffslaterne als allerletzten Slot. Auch sehr lustig. Okay, gut, ich habe fertig geguckt. Ich komme. Ich brauche irgendwie heute keine Skins. Also, oh, Waffenskins habe ich zum Beispiel noch gar nicht. Da gucke ich vielleicht doch noch mal kurz. Die sind wichtig. Ja, also für Waffe habe ich wirklich gar nichts. Skin ist Skill. Ja. Das Ding ist, ich habe wirklich nur wortwörtlich... Du musst aufpassen. Ich hatte diese jadende Schrotflinte. Ja. Die sieht zwar schick aus, aber dann ist die Waffe krumm. So. Man kann nicht mehr, also ich konnte nicht mehr so gut sehen, wo wirklich die Mitte ist. Und das Zielen fand ich schwieriger. Okay. Okay. Gut. Ich glaube, wir können die Seite Alter. Ich glaube, ich kaufe einfach nur Papageien, weil das ist schön günstig. Müsste jetzt aber wahrscheinlich keinen Bus mehr geben. Oh! Nee, nur. Ja. Ich sehe dich. Ich gehe zum Waffenschmied und beweise viel Grips und noch irgendwas anderes, weil ich was gekauft habe oder sowas. Okay. Ohne brauche ich ja nicht. Okay. Ballastkugel haben wir. Sorgt dafür, dass ein Schiff für kurze Zeit tiefer im Wasser liegt, damit nicht geflickte Löcher besonders gefährlich sind. Ja. Ach so, beim letzten Mal, oder wie? Was? Habe ich jetzt gerade hier. Warum liegt unser Schiff besonders... Ist das vollgelaufen, nein, oder was? Kugel. Ich habe eine Kugel. Stahlkugel. Ach so. Das ist natürlich auch richtig stark. Weil wir immer nach oben schießen, ne? Ja. Darf man nur nicht daneben die Spezialkugeln daneben schießen. Ja, die eine, die man hat. Also, ich brauche noch Kugeln. Ich will noch mal ausrüsten, so bevor wir... Habt ihr alle abgestimmt? Aber wir haben gar nicht so viele... Missionen haben wir noch gar nicht. Sachen, ne? Okay. Für was soll man denn stimmen? Ich glaube, machen wir noch kurz einen... Kurs, wenn es okay ist. Ja. Seefahrten, Goldsammler. Eine Schlacht mit einer Skelettflotte. Ja, können wir üben. Ja, aber ich würde ohne Spezialkugeln dann sagen. Also ja, dass wir die für echte Menschen dann... Raubzugseefahrt. Ja. Genau, und dann ganz unten die... Die Armada haben wir noch nicht, weil Level 45. Sondern nur die Skelettflotte. Da sind eine Flotte von feindlichen Skelettschiffen, die ihre Vorräte und Schätze aus den Fluten holen. Ja, geil. So, ich muss abstimmen, ne? Weil Tim ist ja... Ja, man kann nur tauchen. Ja, ist doch geil. Oder? Verlieren wir da Sachen? Ja, unsere Lagerkiste, ne? Nee. Die zählt nicht als... Okay. Platz. Wie kann ich nochmal abstimmen? Ich vergesse jedes Mal. Ach, hier. Hab abgestimmt. Ja. Okay, wer welche Rolle? Ich bin offen. Also ich fühle gerade den Ausguck ganz, ganz stark. Kann ich den Ausguck machen? Wollt ihr auswürfeln? Stimmt.
Ja, aber dann muss Tim dabei sein. Ich finde, wir sollten die Rollen erst vergeben, wenn Tim da ist, sonst ist das unfair. Habe ich einen vierseitigen Würfel? Stimmt, ja, ich habe einen. Huch. Okay. Dann machen wir quasi die Rolle und dann sagt jeder eine Zahl und dann wird gewürfelt. Ja. Okay. Okay. Ich bin da mal so richtig so geil am Handy. Oder jemand möchte irgendwas sehr gerne. Ja, also. Wenn man nicht Captain sein möchte oder nicht ausguckt. Also wenn jemand eine Nichtrolle hat. Also ich kann ja ganz fies sagen, Segeln muss ich sowieso machen, egal welche Rolle ich habe. Von daher ist ja eigentlich egal. Ja, wenn du oben stehst, dann kannst du ja die Augen zumachen. Oh, das stimmt. Nicht, was da unten steht. Das stimmt. Einfach in den Himmel gucken. Das stimmt. Kann ich immer runterreifen. Beziehungsweise kannst du dann von oben die Leute anmeckern. Weil du kannst ja auch nicht runter. Das stimmt. Oh ja, dann mache ich das super gerne tatsächlich. Das kann ich gut. Vielleicht bin ich ein sehr guter Mecker-Spezialist. Wehe, einer gibt mir jetzt recht. Ich habe auch nur einen dreiseitigen Würfel, sehe ich. Oh. Ja, einen vierseitigen. Das heißt ja, nachdem man das erste Mal gemacht hat. Hello, Mochi is my old friend. Kann mal gucken, ob ich die anderen Würfel habe. I come irgendwas mit again. Genau, dieser große, breite Packung. Oder? Ja, genau, richtig. Aber ich lasse die Pink von meiner Schwester übrig. Die mag Pink so gerne und ich finde es so passt. Okay. Mhm. Aber die Mochis schmecken wirklich schon ein gutes Stück anders als die Mochis, die du mir geschenkt hast. Okay. Also, vom Geschmack her ist okay, also sehr ähnlich. Die Konsistenz ist ein Riesending. Die von Amazon sind sehr viel härter und die sind halt wirklich, als würdest du in einen weichen Fluff reinbeißen. Aber eher so glibberigen Fluff. Okay. Aber nicht negativ. Naja. Andere Konsistenz. Roher Kuchenteig ist, glaube ich, die beste Beschreibung, die ich habe. Okay. Mhm. Ja, ohne Witz ist wie roher Kuchenteig. Mein Gott, schmeckt auch voll ähnlich. Deswegen liebe ich Mochi so sehr. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich das. Ja, ohne Witz, komm. Als Kind, jeder liebt rohen Kuchenteig. Oder Plätzchenteig. Ist so, oder? Schon. Gibt es irgendeinen Menschen, der nicht rohen Kuchenteig gegessen hat? Freaks. Mhm. Weil. Jetzt hast du einfach jeden Zuschauer hier wahrscheinlich in meinem Chat beleidigt, aber okay. Das ist neu. Zwei dieser Strahlen sind am Himmel. Ist einer golden? Nee, beide haben die gleiche Farbe, grün-rot. Okay. Sollte es eigentlich auch nicht geben, aber das heißt bestimmte. Sind zwei. Einer unterwegs. Bitte? Nochmal. Guck mal, ob der eine unterwegs ist. Man sieht das ja hier. Also beide scheinen sich nicht so wirklich zu bewegen. Okay. Doch, der untere bewegt sich. Ah. Der obere auch. Aber wieso gibt es zwei? Hallo. Hallo. Wir haben beide eine eigene Mission dafür. Warum haben wir Inseln eingekreist? Das ist immer noch von der letzten Session. Ah, okay. Kannst ja, glaube ich, eher gedrückt halten, nur so, dann sind die alle weg. Was machen wir für eine Mission? Skelette. Ah, ja. Schiffskelette töten. Skelette töten. Ja. Skelett, ja. Marco würfelt unsere Rollen aus. Ja, aber wir haben noch die Goldfraktion ausgewählt, oder? Unsere Rollen. Ja. Warum ist die Lagerkiste leer? Wie, die ist leer? Die ist leer. Ich hatte die extra mit Kanonen befüllt, damit wir oben Kanonen haben. Und vielleicht auch ein, zwei Bretter. Hm. Weil ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, wenn wir die Goldfraktion ausgewählt haben. Und Skelett. Warte, das sind die Seelen-Lulus dazu. Dingsen oder was?
Wir können die Fraktion wohl hier wechseln, ne? Habe ich gerade an der Sanduhr gesehen. Da steht Fraktion wechseln, in Klammern ähnliche Spielersuchezeit oder so. Das ist was anderes. Ach so. Ja, das ist das PvP. Ach so. Na gut. Hat sich so, tatsächlich, angehört. Okay. Ja, mir egal. Sag Bescheid. Und hallo, Anton. Anton, es kommt schon mehr zu, ne? Oh mein Gott. Wie geht es dir? Ich glaube, aber das sind ja nur Skeletter. Die haben doch auch Schätze. Die haben auch Schätze. Das sind ja keine Phantome, wie beim letzten Mal. Ja. Selbst die haben was gedroppt. Ja. Ja, mir egal. Also irgendwie. Wir machen das. Dann Goldfraktion. Ja, ja. Okay, dann würfelt mal die Rollen. Das passt schon mit der Mission. Also. Ja. Dann würfelt mal die Rollen. Wie machen wir das? Du hattest gerade was vorgeschlagen, das musst du jetzt durchziehen. Okay. Ausguck. Sagt mal eine Zahl, Lena. Also 8. Ach so, 3. Zwischen 1 und 4, ich sag, ich bin 2. Ich 4. Dann hab ich die 1. Mhm. Komm schon. Das ist die 4. Psst. Okay. Die 4 ist Ausguck. Ich bin Ausguck. Ja. Wir können ja zur Not noch tauschen. Ach so. Okay. Gut, ich bin gerade einmal rumplanschen im Wasser, also Entongras machen. Ach so. Ja, das ist halt öfter Würfel. So weiterwickeln vielleicht. Wer weiß. Du bleibst bei den Zahlen? Ja, ich bleib bei 3. Ich bleib bei 2. Na, nächste Rolle. Was haben wir immer? Ketten. Oh, Schatz. Ja, ja. Moment. 1. Captain ist die 1. Da bist du der Captain. Hm. Dann gibt es Segelkanone und Segelreparier. Segelkanone? Ich bin immer noch die 2. Auch 1. Okay. Ich muss sehr viel machen. Also es ist die Auswahl zwischen 3 und 3. Kanone war 2. Also bin ich Segel und Kanone. Okay. Okay. Hey, ich bin noch Segel. Er macht jetzt Segel. Nein, ich bin die 3 gewesen. Ja, weil sie 2 war noch oben. Hä? Es war 2, ja. Achso, ich hab 3 verstanden. Gut, dann mach ich Segel und repariere. Ja, aber Segel reparieren ist ja auch Segelkanonen, wenn Zeit da ist. Okay, alles klar. Dann Anker ist schon oben. Mach ich mal Segel runter. Sagst du Bescheid wegen Segel runter? Alles runter. Okay. Wir müssen einfach nur los. Ja. Ich hab übrigens. Wir sind 2 Galeonen rausgeschmissen. Ja. Okay. Ich mach den Ausguck und sag, okay, wir sind da. Okay, okay. Ich trainiere auch regelmäßig und bin in ein paar Jahren in Enteron. Nice! Träumchen. So gehört sich das. Ein fleißiges Trainieren. Gerne, Orwurm ist gratis inklusive. Wunderbar. Alles klar. Oh, Dankeschön für den Follow. Sehr, sehr lieb von dir. Alter, oh, ja, das weiß ich. Ich komme aber irgendwann später wieder vorbei. Ja, ja, okay, alles klar. Erhol dich. Gut, im Poké-Center oder so. Bis dann hier. Ah, toll, ich wollte gerade hochklettern. Blub, 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 blub. Stell dir mal vor, du vergisst die Luft anzuhalten und bleibst dann irgendwo auf der Strecke. Ich glaube, das merkst du schnell, wenn du vergisst, die Luft anzuhalten. Ja, das schon, du merkst das, aber du kannst ja nichts machen, weil deine Füße kleben ja an dem Dingsbums da, an dem Boden fester. Der Hm? Der alle Kanonen im Inventar, Kanonenkugeln. Mm, ja. Und Reparaturzeug. Okay. Sobald ich mich bewegen kann. Wir haben oben eine Lagerkiste, da ist ein bisschen Muni drin. Mhm. Und Holzplanken. Erwartet ihr jetzt gerade schon direkt Schlimmes? Maybe. Oh mein Gott! Ich hab Saput! Feuer! Ich hab Saput, Leute! Ich komm mal runter, ne? Okay, und ein Segel vorne hoch. Also ich mach besonders tief. Achso. Ich mach dann die Segel. Entschuldigung, nee, ich mach schon Segel, ich mach schon Segel. Ah, okay, Entschuldigung. Okay, ihr müsst tief schießen. Ja. Hauptsegel. Schieße tief. Lass mal. Hauptsegel ist halt hoch.
Oh Leute, wir können jetzt mich doch schießen, oder? Oder warte, ich schieße mich selber. So. So. Geht er parieren? Oh, what? Oh. Ach so, oh. Ich springe rüber. Kein Problem. Leute, guck, ich mach das. Ich mach das. Ich geh runter. Ich hab die Donnerdinger eingepackt. Ich dachte, die sind relevant. Und eins, zwei. Oh, ich bin selber gestorben davon. Wusste gar nicht, dass das geht. Oh, ich hab diese feindlichen Klobomben gehabt. Bin gestorben. Auch, jemand muss schießen. Wenn, also ich bin am Reparieren gerade. Wasser steigt schon ordentlich, Leute. Oben in der Kiste sind ganz viele. Boden hat nicht gut geklappt, tut mir leid. Kann ich den Anker auch bei Skelettschiffen runterlassen? Nee, die haben keinen. Ach so. Oh my bad. Sind unten, ja, wir sind hier. Sind weit oben. Soll ich das gleich nochmal probieren? Weil das war jetzt meine Schuld, dass ich das verbockt habe. Ist das denn okay, dass ich der generelle Border bin? Oder möchte ich mich lieber als Schießer? Sind wir gerade am Schiff dran. Weil ich bin sehr gut auch im Schießen. Also, wo hättet ihr mich jetzt lieber? Ich meine, ich bin gerade tot, deswegen kann ich gerade mit euch reden. Wir nicht, wir sind gerade noch mit drin. Ach so. Besprechen wir dann ich gleich. Ich spring gerade auf die, Ach so, ich war auch Reparierer, ne? Passt oder soll ich boarden? Wir sind jetzt ziemlich nah dran, also... Was machst du, Tim? Du bist sehr leise, Tim. Warte, ich mach dich mal laut. Hallo? Ja, du bist einfach nur extrem leise. Hauptsegel mal hoch, Tim. Bitte, Hauptsegel wohin? Hoch. Bisschen langsamer werden. Okay, die werden jetzt schneller, ne? ich mach das Hauptsegel jetzt. Ja, ja, aber weil die anderen schneller werden. Ich kümmere mich wieder um die Harpune. Nee. Hab ich. Ich hab sie harpunt. Also ich drehe die Segel. Oh, kann ich gar nicht. Also, ein paar Schüsse reinbekommen, wenn es geht. Die ist am Wiegel. Ja? Die Wasser fühlen Kissen. Achso, ja, ich hab gerade oben. Ich war doch an dem Segel. Achso. Ja, wir sind jetzt ein bisschen zu schnell. Ja, aber wir hatten immer gesagt, der im Ausguck ist der hauptsächliche Reparierer, ne? Ich bin der Bucket-Mensch. Also, ich helfe mit Bucket, aber meine Aufgabe ist nicht das Reparieren. Marco, was brauchst du? Ja. Vorderes Segel, ja. Guck mal, ob ihr von hier schießen könnt. Also, na gut, ja. Deren Feuer ist jetzt schon wieder aus. Wir müssen unsere Rollen mal wirklich strategisch verteilen, glaube ich. Viel höher, viel höher. Ja. So. Also ist alles repariert und geschöpft. So, dann mache ich Segel wieder. Also runter. Vorderes ist unten. Mittleres ist unten. Ja, wir müssen die ja einholen. Ich oder? Das obere weg. Captain, hallo? Marco, du musst mit uns reden, ne? Hat schon gepasst. Okay, ich hole mir dann eben neue Kanonenkugeln in mein Inventar. So. Ich tue aber die besonderen Kugeln mal rein, ja. Wir haben eine Lagerkiste für die Kanonenkugeln. Ach so, ja, aber ich dachte mir, wenn jetzt gerade Zeit ist. Ja, komm hoch. Beide vorderen. Ja, kommt. Ist oben das erste. So, mach ich das zweite. Einer an die Kanone. Ja. Bin gerade ganz kurz dran, ja. Und Schuss. Ja, hat getroffen. Okay. Macht das Sinn, dass ich versuche, die, ja, wir sind zu langsam tatsächlich, Marco. Hauptsegel oder was? Ja, ich will mal das Hauptsegel machen. Ich habe jetzt einfach mal runtergemacht. Es ist einfach zu zweit, die Dinger wieder hochzumachen. Ja. So. Ich hätte jetzt halt nur gedreht. Mit der langsamen Geschwindigkeit, weil jetzt sind wir wieder zu schnell. Ja, kann man ja wieder hoch machen. Ja, das ist. Ja, aber dann schießt keiner. Doch. Das passt schon. Ja. Oh! Hat jemand Bomben? Einfach rüberwerfen. Ich kann wieder boarden. Das würde ich gleich Bomben wieder. Bomben rüberwerfen. Ja. Okay. Wir müssen auch mal in der Kiste gucken, ob da Bomben drin sind. So.
Oh, ich habe keine Bomben. Meine habe ich schon gerade verwendet. Wollen wir einen Morden rüberschicken fürs Unterdeck? Ja, ja, aber ich habe den unten kaputt machen und dann ein oder zwei Leute rüberschicken. Dann geht's sehr viel schneller, glaube ich. Ich bin gerade am Reparieren. Ich mach kurz Kanonendienst. Tim ist tot, oder? Alles unten kaputt rausgeht. Unten? Okay, mach ich. Unter der Wasserlinie, ja. Ich hab keine Kugel mehr. Okay. Ups. Ich bin ja die gerade am Reparieren. Okay. Okay. Holt auf dieselbe Stelle mehr. Ja, ich kann tatsächlich nicht tief schießen. Das tiefste ist oben, ja, leider. Was du Bescheid weißt. Wir fahren. Ne, die fahren jetzt Richtung Land, ne? Ich versuche mal auf den Mast zu zielen. Die drehen immer in uns rein. Dann müssen wir links drehen. Dann haben wir so einen. Ich würde Tim helfen gegen gleich. Brennen, oder? Wir brennen auch. Ich brenne. Wahrscheinlich kann ich gleich Retzhilfe gebrauchen. Ah, nee, doch, geht. Ziehen wir mal kurz Essen rein. Weiter. Machen wir noch an die Kanone? Okay, ne? Ich bin wieder da. Achso, oh. Keine Kanone. Okay. Eine Kanone nur. Aber das Wasser ist schon kurz vor. Ich habe bei uns Wasser. Nee, doch nicht. Okay. Also nicht hoch, aber. Okay. Ende Trappe. Ich könnte noch rüberkommen und helfen. Naja, gerade ist ja keiner drüben. Alles kein Problem. Ja, das Ding ist weg. Ist der schon tot? Ja. Ich höre gerade Sound. Das Ding ist runtergegangen. Ah, okay. Ja, musste leider eine neue Pistole, eine neue Muni holen. Wir hätten hier oben nichts mehr. Wir haben oben auch alles leer. Okay, wir haben 99 Kugeln schon. Ja, wir haben heftig Vieh schon zerschossen. Ah, okay. Ja, ja. Okay. Ich geh noch mal kurz runter. Hab ich schon. Okay. Aber ich hab nicht geguckt in der zweiten Etage und fällt mir gerade auf, ob ja, da hab ich zwischendurch gemacht und da ist ja alles fein. Ja. Also ich hab halt versucht, immer wenn ich was gehört habe, mich runtergelaufen für Bucket. Und ansonsten Kanone. War das okay? Und halt hauptsächlich aber Prio Segel hatte ich. War richtig so? Oder war weird? War. Niemand. Stich gelassen. Aber einfach so Segel machen finde ich nicht so toll. Ja, das muss schon abgesprochen. Ja, ja, okay, sorry. Aber sonst hat man. Da muss man den Ding halt echt gucken, wo man hinschaut. Ja. Löcher halt nicht viel bringen. Ja, aber kleiner Wunsch, dann sag auch mehr, okay? Weil du hast gar nichts gesagt irgendwie. Du wusstest überhaupt nicht, was ich tun sollte. Na, ja, wenn du halt einfach Sachen machst. Ja, schon, aber du sagst, weißt du, du sagst nicht, dass du drehst. Ja, aber das war im Nachhinein. Das war im Nachhinein. Ja, weil ich nichts brauchte. Das war ja okay. Ja, ich sah halt, dass die anderen uns weggefahren sind. Du hast nichts gesagt. Deswegen dachte ich mir, okay. Ist nur ein Wunsch. Ja, okay. Das war's. Ich versuch. Einfach nur sagen, ich drehe jetzt oder so. Weißt du Bescheid. Also, da mache ich auch nichts mehr. Aber so, dass ich trotzdem das Gefühl. Was ist das für eine Musik? Das Event ist. Oh! Are you sure? Also ich habe alles rausgezogen, was ich gesehen. Was ist das? Da kommt der ich habe Hunes. Ich hoffe, ihr habt Kanonenkugeln neue. Ja. Ja. Ich hab's harpoon. Ne, ich hab's nicht harpoont. Ich kann's irgendwie nicht harpoon gerade. Ich hab's harpoont. Kanon, ja. Hinteres Segel runter, ich mach das mal. Hinteres Segel. Das ganz hinterste. Okay. Ja, ja. Also ich wäre ausgerüstet für aufs Board springen. Soll ich das tun? Ja. Okay! Vielleicht. Wollt ihr zu zweit rüber? Geht mal zu zweit. Alles. Wir werden das Ding hier rauchen. Also, okay. Okay. Ich wusste nicht, dass Feuerbomben auch mich da unten treffen. Oh, was ist das denn? Hi. Hohe Hi. Okay, bei mir sind viele. Okay, wir sind jetzt hier zu zweit. Ein zweiter wäre sogar noch besser. Ich glaube nicht, dass ich die. Oh, ich sterbe. Das sind so viele. Wir haben wahrscheinlich Löcher unten. Ja, ja, ich bin gerade dabei. Ah. Das ist echt kacke, wo wir sind. Okay. Bekomme ich einen zweiten auf dem Schiff oder eher nicht? Ich brauche Hilfe beim Reparieren. Ich brauche Hilfe beim Reparieren. Ich bin drüben. Ja, dann sollte ich nicht der Border sein, tut mir leid. Wieso? Tim kann doch jetzt helfen.
Ja. Wenn du schon drüben bist, da komm jetzt nicht zurück. Bin drüben, ja. Ja. Kinder, die reparieren. Nee, das okay. Ja. Okay. Schnell was gegessen. Also ich töte die fleißig, aber da kommt nicht so viel bei rum irgendwie. Also die haben ja, in der Mitte keinen Reparierjob aktuell. Wasser geht nach oben, Wasser geht nach oben, alles gut. Wasser steigt hier drin, sieht sehr gut aus. Wasser steigt. Achso, lass dich reparieren, weiter. Okay. Hä? Kanonkugel. Warte. Wir stehen hier generell gerade so kacke. Ja, dann ja. Geh du auch rüber, Tim. Geh mal rüber, Tim. Dann könnt ihr das. Ah! Nee, also ich kann das sehr gut alleine tatsächlich regeln. Ja, hier. Aber wir können gar nichts machen. Wir können ja gerade nichts machen. Deswegen ist es fein, wenn mehrere Leute drüben okay. sind. Okay. So ein Loch wäre halt super. Also es ist hier gar kein Loch da. Ja, wir können gar nicht drehen. Ah, okay. Wie wäre es mit andere Richtung drehen? Ja, ich bin. Mal wegstoßen von dem Ding. Ja. Ja, aber das Wasser ist schon relativ weit oben. Ja. Ah. Okay. Die Kanonen müssten immer gehen können. Ja. Und ich könnte mehr Chaos machen. Okay. Leider nicht tiefer. Bist du bei mir, Tim? Oh, ja. Ich retze dich. Retze dich. Okay, er lebt wieder. Essen findest du auf der anderen Seite. Da sind Tomaten drin. Granatäpfel. Ja, ich komme. Setze dich. Renne einfach durch. Hinter mir ist die. Ich versuche dir ja zu helfen. Du hast nicht so nah an die Luke hier. An die Luke ran. Sehr schönes Loch. Ich repariere. Ich unterbreche die Reparierenden. Nice. Können nicht reparieren. Hilfe, Kevin? Theoretisch müssen wir. Bitte? Brauchst du Hilfe? Oh ja. Brauch Hilfe. Fuck it. Ja, ich mach fuck it. Da läuft leider noch kein Wasser rein. Gar kein Wasser? Echt? Ja, irgendwie nicht. Also wenn das unten schon voll gelaufen ist, dann. Ja, und ist voll. Okay, dann passt es halt trotzdem unten noch reinlaufen. Ja, okay. Ja, aber wir sind halt nie ganz unten, da können wir nicht hin, weil da werden wir auf jeden Fall getötet. Oh, okay. Oh, ja. Also wir sind nur in der Mitte, tatsächlich. Und da kommen auch neue Löcher rein. Bitte was? Ich verstehe dich echt nicht, du bist richtig leise. Was hast du gesagt, Tim? Die sind auch ganz. Ganz unten, ja. Weiß ich nicht, vielleicht. Ich guck gleich mal, ob ich dich verstellt habe, weil letztens warst du extrem laut bei mir. Ich kann das hier leider gerade nicht einstellen. Okay. Schönes Loch. Macht das Sinn, dass wir dann ganz runter gehen? Oh ja, da sind auch Reparaturen. Aber die sind halt unter Wasser doppelt so schnell wie wir, ne? Das Problem. Aber da läuft auf jeden Fall Wasser rein, sehe ich. So langsam muss auch unten nicht Wasser nicht Kugel nehmen. Unten ist auf jeden Fall Wasser. Ja, da ist ein Loch. Jetzt läuft Wasser auch bei uns rein. Ja, das Ding ist weg. Ja. Okay. Der Streuschuss ist sehr gut, weil der halt auch tiefer trifft. Ah ja, okay. Der hat jetzt auf jeden Fall, irgendwas kann jetzt auf jeden Fall ruckartig, was dann richtig viel gemacht kann hat. Kann den keinen Schaden mehr machen. Ah, der doch. Jetzt. Achso, oh.
Ich kann hier nur rumspringen auf dem Schiff. Ich springe wortwörtlich. Ich kann nicht schwimmen. Okay, Anker ist oben, ne? Die ganze Zeit? Okay. Was gar nicht. Au! Mir ist runtergefallen. Ich kann nicht schwimmen. Kann nicht schwimmen. Gehört zu der Crew. Ja. Wenn ich dich treffe. Wir sind auf Grund gelaufen, aber ich tauche halt noch nicht. Ja. Ah, jetzt kann ich schwimmen. Ah, das war ja... Ich guck nochmal unter Deck. Okay. Ich musste durch den Regen ein bisschen Wasser. Ja. Okay, aber sonst ist alles fein. Okay. Also ich bin beim Loot. Gespawnt. Ach, das meintet ihr. Ranfahren. Scheiben. Ja, ich ein bisschen. Okay. Nicht die beste Umgebung zum Schiffskampf hier. Aber hat geklappt. Oh, das finde ich jetzt. Ah, doch, da ist die Captain Truhe. Okay. Ja. Hm. Ist das denn okay, dass ich boarde? Weil damit würde ich ja mein. Ja, ja. Also, ich gebe ja ein bisschen meinen Backdingsbums auf. Ja, aber. Ja. Das. Irgendjemand. Schon. Irgendjemand muss das boarden, weil. Ja, ja. Hm. Und, was war dein Job? Ich Segel? Hab die. Oh, hi! Mist! Hallo! Ja. Will er mich noch rausziehen? Der mag mich essen. Ich tauch den weg. Ja, ist aber dumm. Ich stupse seine Nase. Hier bin ich. Danke! Nee, wenn du rübergehst, oder egal wer rübergeht, da muss man halt die Aufgabe mit übernehmen. Der Einzige, der nicht rüber kann, ist der Captain. Okay. Tim, sag mal was. Außer irgendwer übernimmt halt jeden Job, aber. Ja. Ich kann halt manchmal zu den Kanonen, weil das direkt hier in der Nähe ist. Ja, genau, wenn du die erste Kanone nimmst. Ja. Okay. Wir haben eine Lagerkiste auf jeden Fall bekommen. Okay. Die Apparatur sieht alles gut aus. Geradeaus, rechts befindet sich Loot, ne? Weil nur ganz leicht weiterfahren, Segel, dann fahren wir. Segel ganz. Bitte was? Segel. Alle? Nee, ich segel ganz langsam hin, habe ich gesagt. Ach so. Das habe ich auch nicht verstanden, tatsächlich. Ich dachte, segel ganz leicht runter oder so. Also alle in den Wind rein oder wie? Nee, nix machen. Linke Seite. Linke Seite? Das ist irgendwie despawned und links gespawnt. Ah. Ich brauche jemanden mit einer Lagerkiste hier. Ja, das sind Fässer, da kann ich leider. Ich hab nur eins gerade. Ja, ich. Ah. Geht das? Leer. Ist leer? Nein! Ah, schade. Krieg ich noch? Nein, nicht gekriegt. Okay. Wahrscheinlich rechts wieder. Oh. Okay, ich hab jetzt links eine geladen. Ja. Ich mach wieder die Harpune. Rechts und links. Was? Ich mach beide Harpunen. Harpune check. Das ist jetzt meine Aufgabe. Keine Ahnung. Ich weiß, ob das linke. Kein Wort. Ja, jeder muss halt eine Seite machen, oder? Also nicht bohren. Also. Hat das vordere Segel hoch? Okay, ja. Vordere. Ich bin am Reparieren. Und das vordere Segel hoch. Da beschämen du Hilfe brauchst, Schatz. Haben wir noch Feuerball? Sollst du auf jeden Fall anders positionieren, oder? Dass wir nicht von beiden getroffen werden. Feuer haben wir nicht. Eine Feuerbombe. Also ich hab eine Brandbombe in der Hand. Hallo. Oh, das waren alle. Das eine haut ab. Oh, ich hab einen getötet. Ich hatte dieses große. Wasser einfach zu dehnen. Oh! Kann man auch. Jetzt ist gerade rechte Seite besser. Ja, gerade geht gar nicht. Die Kanonen waren oben. Oh, daneben. Ich mach nur den mittleren Mast. Oh, nevermind. Den Mast kann man nicht gut sehen, weil ich schlecht. Ach so, oh. Okay. Oh, schon wieder nichts mehr. Regnet es immer noch?
Ja. Gutes. Captain ist. Was passiert eigentlich, wenn der Captain von dem Schiff stirbt? Ja, er spawnt neu. Ja, aber die fahren kurze Zeit nur geradeaus. Ich bin auf der linken Seite wir jetzt. Wir haben so langsam echt ein Problem, was Kugeln angeht. Wir? Ja. Ne, wir hatten neue Lagerkisten mit neuen von dem anderen Schiff. Wir sollten bald boarden. Okay. Sag Bescheid. Die fahren jetzt zusammen ineinander, die Schiffe. Habt ihr den Blick, welches öfter getroffen wurde? Oh, ich hab mich nur auf eine Seite gekümmert. Willst du die überlassen? Nee. Wir müssen halt das Schiff boarden, was als erstes untergeht. Was am öftersten getroffen ist, sonst bringt es ja nichts. Ja. Nein, das Könnt ihr teilweise durchs Wasser schießen. Ja, es geht gerade voll gut. Hallo Ron, ich kann dir gerade nicht antworten. Es ist hier PvP, aber wir spielen gerade gegen KI. Ey, das leuchtet jetzt gerade irgendwie. Warum? Ihr habt getroffen mit der Kamera. Oh. Ja. Wie geht's dir? Ich geh Hallo Eddie. Oh. Kann ich denn eigentlich schneller nach unten scrollen mit den Dingern? Ja. Brauchst du Reparaturhilfe, Schatzo? Nee. Okay. Ich glaube, das eine Schiff geht unter, kann das sein? Das eine Schiff ist weg. Das eine Schiff. Echt? Ja. Okay. Dann okay. Seite. Wie das nächste ist tot. Das ist tot. Aber ich höre immer noch den Sound davon. Ja, weil da rechts auch noch eins ist. Achso, nein, das meinte ich nicht, dass ich getroffen habe, ja, weil ich dachte, wenn ihr untergegangen seid. Das kriegst du trotzdem noch, wenn es nicht geht. Achso, das wusste ich nicht. Okay. Okay, sorry, ich hab ein bisschen überlenkt. Ah. Glaube ich, treff noch, ja. Ich treffe noch. Wir wurden getroffen. Ist ein Shortcut für die Bretter? Ja, drei oder vier, einer der Tasten. Oh. Ja. Okay. Ich habe nur noch Streuschüsse. Heb die mal lieber auf, die Streuschüsse. Ja, wir haben hier noch. Wir haben in den Lagerkisten. Okay. Das treffe ich auch nicht mehr. Ja, hier ist keine mehr. Keine mehr. Hier noch. Okay, ich guck mal wegen Bucket, ob ich da helfen kann. Nee, gerade nicht. Ich roll mal die Kisten auf, jetzt gerade haben wir die Zeit. Na Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ich kann hier leider gerade kaum in den Chat gucken, weil wir sind gerade in einem krassen Skelettschiff-Fight. Wir wollen die Schiffe bluten sehen. Grob, dass hinter uns noch das Loot von dem anderen Schiff ist. Ob das da noch ist? Dass es da noch ist. Dass das hinter uns. Okay. Ja, vielleicht sollten wir zuerst das Loot holen. Die drehen für die Breitseite. Ja, gesehen. Also wahrscheinlich. Ja, ich bin bereit. Okay. Okay, ich versuch's. Getroffen. Alter, ich sehe gar nichts. Die schießen so heftig. Getroffen und getötet. Tut mir schon ein bisschen leid. Oh, keine Kugel mehr. Ihr sagt, so tief ihr könnt. Ja. Ja. Okay. Ja. Oh, guck, Weg fort. Könnte ich, wenn ihr wollt. Ich schieße meine Kanonen leer und dann let's go. Ey, die sind doch schon heftig tief, oder? Das sieht so aus, ja. Schon ein bisschen. Also ich schieße eigentlich unter Wasser und krieg die ganze Zeit den Schießesound. Ja, das ist gut, ja, die sind weg. Die sind weg. Nice. Easy. Nice. Bam. Leute, wir brauchen auch Kanonenkugeln. Wären wirklich besser. Wir haben zwei Spielerschiffe vor uns. Spielerschiffe. Weg noch. Ja, hinten zwei ja. Wir haben aber auch nichts mehr. Ja, dann müssen wir aber auch gucken, weil wir haben keine Kanonenkugeln mehr. Ja, sind guck mal, die haben ja auch bestimmt Kanonenkugeln. Ja. Wir müssen aber drehen, ich kann die nicht einholen. Soll ich dir was runterlassen?
Also, ist zu weit weg. Links direkt. Direkt links von uns. Einfach nach links drin. Nee, das sind nur Fässer. Nein, da ist das Schiff gerade untergegangen. Glaub mir. Da ist das Schiff untergegangen. Aber die kann man trotzdem. Warte, Lagerkiste. Kannst du das drehen? Da sind auch noch Fässer zusätzlich. Ja. Kannst du bitte drehen, Tim? Ich brauch dich. Kann ich es nicht entleeren. Hallo? Ah, dankeschön, dankeschön. Ach, F du ist nicht. Schiff, sorry. Nee, 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 alles gut, alles gut. Okay, kannst du das runterdingsen? Wer ist Captain von euch? Heute ist es Marco. Aber tief im Herzen wissen wir doch wohl. Ey, das nur wegen ins Kirchen. Ja, aber wir müssen trotzdem irgendwie noch ein bisschen nach links kommen, wenn das geht. Ups. Ja, ja, genau, so ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja, warte, ich nehme dir das. Achso, F. F. Aha, check. Kannst du fallen lassen? Ein bisschen links, Digga. Ja, perfekt. Okay. Das war gut. Okay. So. Ist alles drin? Ja, ich glaube schon. Okay, waren noch ein paar Kanonenkugeln dabei? Ja, viele. Also wir haben mindestens 99. Ist da noch was drin? Soll ich mal ins Wasser springen? Immer noch gegeneinander. Aber die kämpfen wirklich gegeneinander. Ja, das sieht schon so aus. Außer die tun sich zusammen, um uns zu holen. Ja, stimmt. Eine flüchtet. Ja. Ja, ja, okay. Und da ist eine Galeone dazu jetzt noch gekommen. Nee, die beballern sich. Die beballern sich. Aber ja, da vorne ist zusätzlich noch eine Galeone, gell? Ach du Scheiße, ist auch eine Spielergaleone. Sollen wir vielleicht abhauen und mal unsere Schätze verkaufen? Ja, ja, vor uns. Weil wir haben viele. Ja, okay. Dann brauche ich vielleicht mal nur für alle Fälle. Lass uns doch mal checken, ob wir hier alles denn haben und repariert haben. Ich fülle mich selber auf mit. Zweites Schiff haben wir auch geholt, oder was? Ja, ja. Sind beide untergegangen. Okay. Ja, sind beide untergegangen, aber wir haben das Loot noch nicht. Ich tue mir mal die besonderen Kugeln ins Inventar. Also so eine Anker oder so. Habe ich dir Ballastkugel oder Steuerkugel? Ich nehme mal die Steuerkugel. Ballastkugel ist mir ja zu viel Verantwortung. Falls jemand kommt. Maste sind auch noch repariert, ne? Check ich? Ja, ja, perfekt. Okay. Ein bisschen rechts war doch das Loot, oder? Ja, da ist es. Da sind die Vögel links und rechts, ja. Was sagt der Ausguck? Brauchst du Segel, Marco? Ach, das ist ein. Ist das ein Piraten? Skelettschiff? Ja. Fahren leider gerade gegen Wind. Ja, nee. Ja. Ja, aber das ist jetzt direkt vor uns. Genau, links. Ja, warte, ich hole die Lagerkiste und helfe dir, Tim. Vielleicht einer ins Spiel, weil das ist ziemlich viel. Ja, sag Bescheid. Ja, Anker-Check. Okay. Komm dir helfen, Tim? Vorne rechts ist auch noch Zeugs. Ja, ja, das ist das untergegangene Ding da, vorne rechts. Nee, das vor uns. Das wir jetzt machen, ist das untergegangene Schiff. Ja, und was ist rechts dann? Das ist ein normales Loot-Dings, glaube ich. Sieht aber auch aus wie untergegangenes Dings. Das ist nämlich auch ziemlich viel anderes. Ja. Nee, das andere ist normales Loot. Hey. Also auch Tim? Gutes Zeug dabei, aber. Dankeschön. Ja, okay. Ja, okay. Dann bin ich mit der Lagerkiste hinter dir und helfe dir. So, okay, bereit. Schnucki, was machen die anderen Galeonen? Ja, richtig. Nach oben. Okay, ja, voll Schiss gerade, dass sie kommen. Ja. Wir haben echt viel Loot. Ja, die sind alle zu dritt gerade unterwegs. Wir müssen noch ein bisschen mehr geradeaus. Wenn wir keinen Loot hätten, würde ich sagen, wir machen da jetzt mit, aber. Ja. Nach links. Nach links, ich stehe links von dir. Okay. Nehmen. Okay. Ist leer, ist leer. Anker, ja. Ich renne. Ja. Okay, ich bin mit der Lagerkiste neben dir. Ja, nehmen. Ja, ist leer. Oh, herrje. Mhm. Wir brauchen gleich Hilfe mit dem Anker. Genau. Ja, ich bring schon mal die Schätze runter. Warte kurz bitte. Ja, ist leer. Sind denn die Segel alle unten? Oben meine ich, ja. So, okay, ist leer. Eins war da noch irgendwo. Oh, Entschuldigung. Komm mal. Ja. Ich bin jetzt blöd. Ja, die sind noch vor, die Vögel. Also wir haben auf jeden Fall jetzt eine Menge an Zeug. Ich spring kurz mal ins Wasser rein, weil das sind irgendwo noch.
Okay. Ich guck mal alles. Oh nein! Oh ja. Gott, das will. Oh, Entschuldigung. Ich habe aus Versehen eine Bombe gemacht. Ich wollte die nur aufsammeln. Es tut mir leid. Meine Schuld. Ja, warte, bevor du mich jetzt anzündest. Rechtsklick, Wiebke. Rechtsklick. Tut mir leid. Das war dumm von mir. Das wollte ich nicht. Tu gerade mal alles in eine Lager. Wollte nur, ich hab nur. Oh, es tut mir leid. Ja. Ich würde die Sachen nochmal runterbringen. Ist unser Anker oben? Ja. Ja. Ist leer. Wollen wir vielleicht alles in eine Lagerkiste reinmachen? Ja, mach ich gerade. Okay. Okay. Werke, machst du alles rein nieder? In die da unten oder in Werke? Ich nehme gerade alles aus deiner. Okay. Verdammt. Ron schreibt, ich habe mich eben gewundert, warum wir alle zocken können. Dann fiel mir ein, dass bei euch Feiertag ist. Es tut mir voll leid und es tut mir heftig leid. Ja, wir haben Feiertag. Wir alle vier. Wir haben uns einfach ein gutes Bundesland ausgewählt. Ist so. Es tut mir leid. Du musst arbeiten. Boah. Kopf hoch, fühl dich gedrückt. Ja, Arbeit ist toll oder so. Was sollen wir machen? Wir können jetzt verkaufen. Ja, dann lass uns das heftig schnell machen. Vorschlagen, ja. Ja, ich bin mal kurz in den Ausguck mitgestiefelt. Die Galeone dreht zu uns, die Galeone dreht zu uns, das ist kein Witz. Die dreht zu uns. Wo ist die denn? Hinter uns, direkt hinter uns. Da habe ich die gerade gesehen, die drehte zu uns, ich sah das gerade. Die ist gar nicht hinter uns. Wo ist die? Aber die hat zu uns gedreht, ich schwör's. Da war noch nicht der Nebel so heftig. Ja, die kommt zu uns. Okay, ich mach Segeldienst. Also, ich beeil mich. Wir gucken erstmal, wo wir hinfahren. Ja, aber. Ja, was soll ich schon mal sehen? Ja, ich hätte auch schon mal wieder Segel. Die sind immer noch im Kampf. Die sind ah, okay. Nordosten. Fahren Nordosten nach Degatur. Okay, volle Segel. Okay. Und Segel links. Ja, Segel dreh ich. Bin gerade am vorderen Segel. Gedreht. Hinteres Segel. Dreh ich. Perfekt. Gedreht. Okay, und das hier drehe ich auch. Gedreht. Nice. Ey, richtig nice. Richtig nice. Schön. Kannst du bitte fahren, Marco? Ja, ja. Ja, der ist gerade hier bei mir in der Mitte und trinkt mit mir Tee. Oh, da ist nix vor uns. Ja, aber Augen aufs Steuer, hallo? Ah, mit dir möchte ich niemals Auto fahren, I swear to God. Marco, oh, bitte da fahren. Ist jemand aus... Nee, was? Okay. Wegen diesem leuchtenden Ding. Jemand ab. Okay. Ich meine, das könnt ihr auf der Karte sehen, oder? Wo okay. Das ist? Ich schau mal eben. Das, nee, also ich sehe nur ein Piratenschiff ganz am Horizont, aber sonst sehe ich da nichts. Ja, aber das Symbol müsste zu sehen, irgendwo. Ich sehe. Ganz weit weg. Das ja, ja, weg. Wirklich am Rand. Rand. Mhm. Okay. Bei der Insel vorne siehst du nichts, oder? Nee. Ich sehe. Sicher, dass uns das nicht verfolgt. Links von uns ist Loot. Das und kommt doch ja, in unsere das Richtung, das Ding hinter uns. Da ist aber noch eine Insel dazwischen. Okay. Hinter uns. Also. Lol. Kommst du nicht? Flecke. Schade. Schade. Hier, schade Schokolade. Schade Schokolade. Schokolade, schade. Schade, Schokolade. Nee, ich bin schon durch. Ich hatte ein Seminar. Das sollte bis 15 Uhr gehen, war aber schon um 12 Uhr durch. Dein Leben ist so hart. Dein Leben ist so hart. Sonst würde ich erstmal meckern, dass er während der Arbeit Streams anguckt. Ja. Vorne rechts Loot. Die Säger gedreht werden? Nein.
Wenn du so ganz leicht rechtsiger bist, kann ich das vielleicht einsammeln. Linksiger meinst du? Ja. Ich versuche. Ich mit dem Stein. Okay, dann kümmere ich mich um das Lagerfass halt alleine. Ah ne, das ist nur ne. Das war nur eine Schriftrolle, alles gut. Ich hole den Währungsbau. Sei mal nicht so frech, Tim, schreibt Ron. Tja. Du kannst ihn damit ärgern, dass er mal mehr Jungsfrau sagt. Der hat das noch nicht so raus, dass es mehr Jungfrau heißt. Hallo? Na? Schatz! Hallo? Ist da nicht. Ich hab alles im Blick. Ist da jemand am Handy? 1337, ich liebe dich, aber du hast gewonnen. Richtig, auch links von uns ist ein Skeletto-Schiff. Ja. Aber es ist weit weg. Okay. Das ist eine Schaluppe. Muss leider mal kurz pinkeln, ist so ein bisschen doof gelaufen. Kann ich mal kurz unter Deck? Lauf jetzt. Dann okay, okay, da, bin gleich wieder da, Ja, mehr Jungs, Frau, sagt er. Okay. Heftig schnell. Was, wir? Hoch, Segel hoch. Alles. Noch ein Segel hoch. Vordere Segel. Warum höre ich Wasser reinlaufen? Ich höre Wasser reinlaufen, ne? Ne. Vordere Segel habe ich hochgemacht. Mittlere auch. Mittlere auch. Es läuft kein Wasser rein. Okay, das sind die Wellen. Ich höre nur den Sound. Okay. Ist oben. Schon alles oben, oder? Nee, ist noch nicht alles oben. Die Lagerkisten nicht, ja. Ja, du könntest ein paar von vielleicht hochbringen. Anker? Kann man die verkaufen, ja, die leeren? Ja, mach ich. Nee, eben nicht. Anker ist? Ich will nur die Geisterlagerkisten verkaufen. Okay. Die stören halt fast. Okay, ja, lauf ich schon mal hoch. Also wenn die leer sind, kann man die auch über Bord werfen, weil wir brauchen eh nur eins. Also zwei, drei höchstens. Ups. Das können wir über Bord werfen. Okay. Also wenn es ja leer sind, natürlich. Er war meint, dann laufe ich wieder zurück, weil Tim ist da wohl schon. Hey, dann verkauf doch. Ja, alles gut. Verkaufen. Ja, aber es ist aber schneller, wenn man die Sachen da hochträgt. Das ist ja kein Ding. Nein. Wieso denn hochtragen? Kannst du jetzt unten direkt verkaufen. Das war schon richtig, was du gemacht hast. Einfach verkaufen. Echt? Ich hätte mitkommen sollen. Ja, natürlich. Ja, weil wir waren immer nur einer, der verkauft hat und der andere, der... Einer zieht dran, der untere verkauft uns. Nein, einer zieht dran, der untere verkauft. Ach so. Ja gut, dann habe ich, au. Okay, dann verkaufe ich. Noch was an Bild, ne? Bis jetzt habe ich aber eigentlich immer nur Schleppdienst gemacht, deswegen... Dachte ich, My bad. Brauchen wir so viele oder können wir die über Bord werfen? Ja, das meinte ich. Wir können die alle über Bord werfen. Was wir denn? Wir brauchen nur zwei, drei Lagerkisten. Ja, aber die können wir doch verkaufen, oder? Goldsachen in den Lager. Ja, okay, dann, Weg damit. Okay. Ich würde aber vielleicht nochmal eine Kiste nehmen und über die Insel laufen. Nimmst du das noch mit, Tim? Hier, was hier alles liegt, habe ich verkauft. Ach, hier ist noch was. Was ist? Oder ist das noch? Okay. Okay. Eine Lagerkiste und lauf kurz über die Insel. Sonst ist hier nichts mehr? Nee. Okay. Puh! Okay. Gibt's ein Piratenschiff aktuell? Guck mal. Sehe keins. Okay. Das ist wirklich hier reingeladen. Hier drin ist. Leer. Wo ist die super volle? Das war Tim. Müsste oben sein. Die ganz volle? Ja. Ah ja, okay. 99, ja. Wie viel Leere brauchen wir insgesamt? Drei Reifen, oder? Drei Reifen. Ja.
ein bisschen wieder aufgeräumt. Okay, nice. Wie sieht eigentlich auch heute mit Sport aus? Ist heute wieder? Ich hätte heute für mein Konzert geübt, tatsächlich. Okay. Aber wir können das ja so machen, dass ihr bei meinem Konzert mittanzen müsst. Das ist ja auch Sport. Und eins, und zwei. Mhm. Und eins, zwei, Potato. Chaka, chaka, chaka. Ja, ich habe jetzt ein bisschen was. Aha. Kommen wir direkt los. Krass, wie voll heute der Server ist. Haben wir, sind wir schon Stufe 5? Nee, ne? 4, glaube ich. Jetzt hätten wir direkt die Mission mitnehmen können. Kann mich jemand einsammeln? Ja. Dankeschön. Die Frage, was wir machen. Goldsammler. Weil das mit den Skelettschiffen, das ich würde ja vorschlagen, dass wir die leeren Lagerkisten nicht neben der vollen haben, weil ja, das stimmt. Nur eine halbe Sekunde. Wie wäre es eigentlich mit Seemannsgarn? Hauptquest. Ja, da bringt uns halt das mit dem Dingens nix aktuell. Ja, stimmt. Dass wir da fast Level 5 sind. Ja, was gibt denn am meisten? Wir können mal wieder mal so ein Ressort machen. Es gibt viel Geld. Ein was? Ressort. Ach so, ja. Das, was sich mit Wasser geflutet hat letztes Mal. Ah! Ja. Das war cool. Ja. Wir wieder so Schatzkarten finden. Ja. Mhm. Teile davon. Man kann halt entweder 6 finden oder 3. Im Horizont sehe ich ein Schiffchen. Das fährt das irgendwie den, gar nicht. Das mit den 6 gibt mehr Geld oder gibt es? Es gibt mehr Geld. Könnte man probieren und auf der Fahrt einfach alles mitnehmen, was gibt. Mehr Geld ist schon mal gut. Aber mir ist egal. Mir ist es auch egal. Probieren wir die lange. Gucken wir mal, wie wir da durchkommen. Okay. Dann würde ich mir aber noch ein neues Tierchen machen, glaube ich. Irgendwie leer auf einmal. Okay, kannst du mir Wasi kochen? Danke. Wir haben keine Schätze an Bord, oder? Nee. Was haben wir eigentlich? Wo sehen wir unsere Stufe? Das ist doch irgendwo. Der gerade stand irgendwo 4 von 5, als ich. Ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich halte immer Q gedrückt, dann sehe ich das. Unten links. Ah ja, Q. Ah ja. Dann hole ich mir auch kurz einen Snack. Okay. Und bist du noch da? Hast du eigentlich auch Sea of Thieves? Upsala. Oh, bin ich über ein Kabel gedings. Ich überlege mir, ob ich wieder online für ein Konzert üben soll heute. Ist einfach so, ich meine, ich übe ja sowieso, ob ich das dann hier mache. Nee, habe ich nicht. Ah, okay. Kann ich dir empfehlen, es ist ziemlich lustig. Ich meine, du spielst ziemlich oft Grounded, sehe ich, ne? Grounded ist, glaube ich, auch so ein Vierer-Ding, oder? Ist doch, oder? Grounded war doch zu viel, oder? Ja, ja. Survival. Ja. Du bist 4 Kinder, die geschrumpft sind. Ah. Welches Spiel hatte ich nochmal geschenkt bekommen zum Geburtstag von 2 Jahren? War das Grounded? Ich habe Grounded. Ist es das gewesen? Müsste, ja. Ah, okay. Ja, alles nur Vierer. Ey, I swear to God, Ron, das ist so ein Problem bei uns, weil wir sind ja eigentlich auch mehr als 4 und wir haben so verzweifelt nach einem Achterspiel gesucht. Deswegen habe ich es mit Ark probiert. Deswegen, was hatten wir uns noch rausgesucht? Don't Starve. Jetzt hatten wir überlegt, ob wir Polworld oder so spielen, weil das einfach, das ist immer das Problem mit den Leuten. Also man will halt mit den Leuten zusammenspielen, aber es ist immer irgendwie einer ausgeschlossen und das ist voll kacke. Ja, warum ist hier, ach, das sind die Lagerkisten, die hier im Wasser sind? Ja, ja, ja. Okay. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. So. Oh. Hast du ja die Rechten. Achso, nee, sorry. Nee, mach ich eben. Da. Hab ich. Okay. Okay.
Meist geht es nur über Mods, wie bei Lethal Company oder Content Warning. Ach so, dass mehr Leute mitspielen können. Ja. 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 Manche Spiele sind halt nicht dafür ausgelegt, auch dass man da mehr spielt. Meine, keine Ahnung, Sea of Thieves stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor, wenn das gehen würde, dass man zusammen so eine Flotte hat oder so. Ich meine, stell euch mal vor, wie wäre eine Flotte. Eine Flotte ist doch mindestens zwei. Ja, das schon, aber dann müssten wir halt auch gegen andere Flotten kämpfen. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Ja, aber dann kannst du nie wieder alleine rumfahren. Das stimmt auch wieder, ja. 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 In dem PvE-Modus wäre das halt cool gewesen, dass man sich mal einfach zusammenschließen kann. Hm. Okay. Alles klar. Tim? Bestimmt, ja. Wahrscheinlich ist er nochmal mit Handy auf dem Klo. Ich guck mal, ob ich Reads zugeschickt bekomme. Weil da kann ich ja die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen posten. Ich finde ja das Bild, was du jetzt überall postest, super geil. Welches? Vom Shooting. Ach so. Brauchst du wieder so ein bisschen Lob? Immer. Marco war jetzt bei meiner Fotokurse als Fotograf dabei. Es war sein erstes Mal bei einem Fotokurs und auch das erste Mal, glaube ich, hinter einer Fotokamera, oder? Ja. Ja, easy. Easy. Wer ist einfach der geilste Workshop-Coach der Welt? Natürlich. Ich bin nur so gut wie meine Teilnehmer. Ja, Bilder sind gut geworden, auf jeden Fall. Das hast du echt gut gemacht, Marco. Danke. Ja. Aber ich wollte jetzt tatsächlich eins meiner Bilder raushauen, ne? Weil ich will nicht die ganze Zeit Selfies sag ich schon, nicht, nur Porträts von mir selber mal nicht raushauen. Ja, ja. Dann auch von meiner, du weißt, was ich meine, ne? Sondern auch Porträts von anderen Menschen, aber ich kann mich nie entscheiden oder so. Das ist so ein bisschen schade. Ups. Ich dachte schon, oder was? Kommt der Sturm auf uns? Vielleicht ist Tim wieder da. Ja. Nee, ich war's. Ding, ding, ding. Wir haben im Südwesten gleich die Quest. Das sind gar nicht so viele Inseln. Ja, wir schwimmen hin. Ah, okay. Also zumindest zur ersten Insel dann. Nee, wir schwimmen hin. Wir tauchen. Ach so, ach, das meinst du. Lol. Aber geht da nicht unsere Lagerkiste nee, verloren? Die Planke laufen und nee, die Lagerkiste bleibt. Ja, nur so schätze. Wie die erste auch. Ja. Okay, wir haben 300 Kugeln. Das sollte fürs erste reichen, aber keine Kettenkugeln. Kettenkugeln habe ich im Inventar zwei Stück. Ja, so. Man kann aber, glaube ich, zu fünf halten. Das wäre schon ganz gut. Ja. Wir können ja jetzt bei den. Wir müssen ja jetzt Inseln abklappern für die Schatzkarten. Immer schön mitnehmen. Ja. Ach komm, ich hau den Ron mal wieder raus, ne? Ich glaube, da habe ich zu wenig gepostet. Den kicken? Ha? Achso, ich ja, hau ja. Den Ron mal raus. Ja. Volle Segel. Ja, ich bin doch noch am Posten, Mann. Alles gut. Hab ich doch gerade gesagt. Warum ist denn hier eine halbvolle Lagerkiste unten? Ich, Nicht? Muss man weiter aufräumen. Achso, oh, ist Gegenwind, ne? Ist egal. Gerade heftig Gegenwind. Ist egal. Okay, meine Wenigkeit ist jetzt am Handy. So. Was schreiben wir denn schon? Das hört sich von mir sehr nach Befehlsverweigerung an. Ich glaube, ich muss mir mal angewöhnen, Quadrate zu machen. Wir leben jetzt in einer Welt, wo alles von Quadraten dominiert wird. Ich komme noch aus der Querformat-Generation. Ah. So viel besser aus Querformat. Finde ich auch, aber das zieht halt. So funktioniert das wie mein Augen. Hallo, wir haben zwei hinten rechts. Ich weiß. Ja. Aber da kann ich ja trotzdem nichts machen. Rechts von uns ist Loot, rechts von uns ist Loot. Ja, bin schon von mir hier weggesprungen. Ich habe die Lagerkiste in der Hand. Das was blaues Leuchten ist, ne? Und tschüss. Bis später. Oh oh, ich hatte eine Lagerkiste in der Hand. Ich habe Angst, dass sie jetzt weg ist. Okay. Das Wasser ist übrigens fertig. Ja, nice. So, ich poste aber jetzt noch mein Post zu Ende. Okay, ist das in Ordnung, Leute? Kann ich kurz? Nee. Ja, warte ich. Okay. Nein, was schreibe ich denn? Ah, Musik hinzufügen. Natürlich immer so mega selbstverliebt. Ich immer meine eigene Musik. Das ist total.
Okay, wenn wir hochkommen, gleich. Aber ich finde Epic passt auch. Geil. Oh, gleich Titel. BB. Brauch irgendwie einen Titel. Aber was soll ich schreiben? Habt ihr mich jetzt die ganze Zeit gar nicht gehört? Nee, nicht. Offenkundig, wenn du gemutet ich bist, nicht. Ich hab nichts gehört, als du mir da warst. Ja. Okay, Segel hoch. Segel, mach ich hoch. Ach so, doch, das habe ich gehört, aber da machst du immer einen Still danach. Okay, Segel ist oben. Segel ist auch oben. Ich bin am Spill, du sagst Bescheid. Ich bin am Spill. Du sagst bereit. War das hier ein Bescheid? Okay. Ist unten. So. So, meine liebe Wenigkeit würde jetzt gerne Anker. Das Bild posten. Machen Sie mal, ja. Anker. Nach oben. Ja, kann ich kurz machen, ja. Okay. Tuku, 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 tuku. Wo ist die Lagerkiste? Ist die weg? Die ist jetzt hier. Ja, das weiß ich nicht. Ich hatte die in der Hand, weil ich wollte bei Tim die Sachen da wegluden und dann sind wir untergegangen. Also hier sieht schon mal sehr freundlich aus. Ich sehe nichts am Horizont. Nichts außer unendliche Schönheit. Ich nehme auch die Lagerkiste mit. So. Okay. Ich will jetzt am Handy. Was schreibe ich denn Schönes? Ich tue mich immer so schwer bei den Texten. Ich meine, die liest eh keiner auf Instagram, ne? Ron, sag mal, was ich schreiben soll. Ich lade dich ja als Koop-Partner ein. Das heißt, dann stand das ja auch bei dir. No. Ehrlich. Muss ja irgendwas passen, was zu beiden passt. Wie wär's mit, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann können die Leute schreiben, was sie wollen. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist richtig gut, oder? Nice, passt auf beide. Oh, ich habe einen Schuss gehört. Seid ihr das gewesen? Ja. Leider. Okay. Nein, wir waren es nicht. Das war nicht Skillgerät drin. Tja. Ich sehe was. Oh. Dass du nicht siehst. Und das ist Punkt, Punkt, Punkt. Oh mein Gott, das ist gut. Okay. Hashtags. So, da ich Wrestling schon immer falsch geschrieben habe, schreibt man mit E, ne? Ja. L-S. Nee, ja, 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 ja. Wrestling. Ja. Mit R am besten noch. Boah. So. Kartenstück entdeckt, nice. Aua. Okay, nehmen wir das mal. Irgendwo hier muss das sein. Jetzt teilen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeug auf der Insel rein, gell? Ja. So. Okay. Hä? Okay. Ah, hier. Okay, also ich sehe nichts. Braucht ihr Hilfe bei irgendwas? Ich glaube nicht. Da wird den Stab noch liegen. Okay, das ist irgendeine Insel mit irgendwas rechts. Kleine Sachen. Ist halt, solange wir das X nicht sehen, ist. Der ist relativ egal, aber. Können wir aber jetzt schon mal einen Bereich der Insel ausschließen, tatsächlich, möchte ich mal kurz an der Stelle sagen. Das stimmt. Also, da haben wir nur noch weniger Quadratmeter Zeit. Ich laufe mal runter an den Tisch und gucke, ob ich die Insel per Zufall entdecke. Nee. Nee. Ich glaube, da waren wir aber schon mal irgendwie. Kommt mir bekannt vor. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich waren wir schon fast auf jeder, obwohl, nee, das glaube ich auch nicht. Also wir waren ganz rechts auf jeden Fall. Es gibt immer jede Season ein Achievement, alle Inseln besucht zu haben. Da steht, wie viele man besucht hat. Ah. Besucht haben wir, glaube ich, schon alle. Ja, ich weiß nicht, es gibt ziemlich viele Vulkaninseln, wo wir, glaube ich, noch nicht drauf waren. Also ich habe die Insel schon mal gefunden und markiert, das ist Devil's Ridge. Ab sie. Oh, dann wird spaßig. Thief Haven haben wir noch eine kleine, Mini-Mission. Ist das Skelettkopf? Nee, ne? Ja, es ist hier nebenan. So. Wrestling. Ja, so habe ich das auch geschrieben, natürlich. Oder habe ich das falsch geschrieben jetzt?
jetzt auch nicht blamieren. Ich guck mal kurz nochmal. Wrestling. Natürlich habe ich das richtig geschrieben. Albern. Wir sind auf jeden Fall weiter Richtung Nordost von hier aus. So. Hm? Okay, ich bin wieder am Segeldienst. Ja. So. Tim, ich sammle dich ein, wenn du Klaus kommst. Klaus. Oh, ich brauche dir vielleicht Hilfe, ne? Ich hab da nochmal was. Was wir vorhaben? Sammeln wir mal zuerst mal das Ei ein hier. Ja, ein Ei. Fabergé-Ei. Ja. Echt? Ist das eins? Würde ich sagen, ja. Oh, tatsächlich. Kommt aus Russland oder so, oder? Das klingt irgendwie nämlich französisch. Echt? Deswegen frage ich. Dann macht Sinn, dass es aus Russland kommt. Nee, habe ich irgendwann mal gehört, dass es aus Russland kommt. Das ist irgendwie voll der Widerspruch. Was hast du gerade gesagt? Ja, es klingt französisch, das weiß ich. Aber ich habe mal gelesen, obwohl es einen französischen Namen hat, kommt das Ding aus Russland. Und das, finde ich, ist schon ein kleiner Fakt, den man mal droppen kann. Ja. Hallo? Was ist denn bitte, was ist denn eine Tanzkugel? Habe ich noch nie gehört. Cool. Die Crewmitglieder tanzen dann. Ja. Ja. Geil. Also die machen da nichts. Ja. Ja, okay. Ich glaube 5 Sekunden oder sowas. Ist aber auch mit Friendly Fire. Auch schon ausprobiert. Okay, ich bin mal nicht mehr am Ausgucken, ne? Das hast du mitbekommen. Also ihr wollt jetzt kurz zu Thief's Haven rüber? Ja, ich will in die Küche kurz. Bin gleich wieder da. Okay? Bis gleich. Der Rest, ihr wollt kurz zu Thief's Haven? Bitteschön. Ja. Ich habe mal kurz eine Frage an den Chat und auch so ein bisschen an dich, Tim, weil wir haben jetzt kürzlich darüber gesprochen, was jetzt die Vlogs angeht, was so Sinn macht, weil das Problem halt ist, dass auf meinem Musikkanal nicht die Leute die Vlogs angucken, weil das interessiert viele Leute halt nicht und das ist halt nicht Kategorie Musik und dadurch natürlich auch jetzt Leute weniger die Musikvideos angucken, weil das halt ja sich gegenseitig so ein bisschen negiert und jetzt hatte ich überlegt, einen Vlog-Kanal aufzumachen und die quasi zu verfrachten. Denkst du, das ist sinnvoll oder denkst du, das ist bescheuert? Weil der Vlog-Kanal wird natürlich überhaupt keine Leute geben, die sich dafür interessieren. Ja. Außer natürlich deinen Insane-Fan Saskia Mahler, die auf jeden Fall, aber ja, das ist so ein bisschen schade. Er ist ein großer Fan, ja. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und sie kommt auch, aber was sollen wir da machen? Hat das Sinn? Weiß nicht. Einen neuen Kanal aufzubauen ist halt. Ja, schon, aber halt mein Musikkanal leidet darunter, leider. Das ist das Problem. Also, ich meine, sieht man dann Epic. Ich meine, ich beschwere mich nicht, dass nicht neue Leute den sehen, sondern dass die Leute, die mir folgen, also freiwillig folgen, die Bock haben, mein Konto zu sehen, das gar nicht erst vorgeschlagen bekommen, weißt du? Das ist halt schon echt schade. Ja, deswegen weiß ich nicht, was ich tun soll. Also wirklich vorgeschlagen. Ich kann ja sehen, was für eine Reichweite das hat und so weiter. Und mir folgen läuft ganze 645 Menschen. Bitte? Läuft es nicht gut? Überhaupt nicht. Der hat jetzt nach 5 Tagen 100 Aufrufe. Das ist das Schlechteste, was ich je hatte. Von den 645 Menschen, die ja sich da anscheinend nicht für interessieren. So, keine Ahnung. Ich bin halt verzweifelt, was ich da machen soll. Kann halt verstehen. Also es hat halt auch so ein bisschen, wie geht der Wind? Achso, wieder mal Gegenwind. Ja. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Was sagt ihr? Keine Ahnung. Das macht schon Sinn. Ron, sag du mal deinen Senf dazu, bitte. Ja. Ob man das besser aufteilt. Ja. Ich will auch eigentlich dagegen, aber was soll man machen? Vor uns rechts geht jemand offline. Glaube ich. Oder was ist da kaputt? Da sind einfach nur Fässer. Links oder? Von uns sind Fässer, ja. Aber rechts an der Insel meine ich. Ich habe ein Lagerfass, aber ich brauche. Es leuchtet da und da ist irgendwie alles kaputt, aber es ist nur ein Zelt, oder? So ein Zelt, ja. Okay. Dahinter. Ich dachte, das wäre ein kaputtes Schiff. Ja. Okay. Warum nehmen wir jetzt so. Alter! Alter, ich brauche Hilfe! Wo bist du? Wasser! Wie Wasser? Wasser! Es ist voll! Ich hab repariert, ja, aber. Das ist anscheinend. Ich geh reparieren, ja?
Ich höre es, ja, ich sehe es ganz unten, hinten. Okay, wird repariert. Ich wollte mal sehen, das ist als wir losgefahren sind, einmal kurz vor der Sandbahn. Ah, okay. Wurde nicht alles repariert, schade. Okay, alles voll gut. Was. Alles gut. Helfe. Ich dachte gerade, der Sound, dass wir Wasser reinbekommen und wird es knarzen. Wenn es knarzt, ja, das Knarzen ist, wenn das untere Deck komplett voll ist. Ah, okay. Ja, ich denke immer, wir fahren immer so an bestimmten Steinen vorbei und ich denke immer, dieses komische Geräusch kommt von den Steinen da. Weil es klingt auch wie so ein Wal oder so. Steine so ein, machen auch Geräusche. Tatsächlich. Steine, ja, ne? So ein, ja, Wal oder so höre ich immer. Ja. Ja, mal so ein. Oder ist ein Schiff mit Harpune, glaube ich, ne? Ein Segelschiffchen. Ja. Wir haben normales. Naja, das war nicht mein Gedanke. Eher, dass wir die Augen aufhalten, dass wir hier keinen Besuch bekommen. Das war eher meine Aussage. Da hat wahrscheinlich jemand ausgelockt und dann ist er geblieben. Okay. Also Ron, mein Versuch macht klug. Im Zweifel versuchen und gegenseitig verlinken und der Videobeschreibung. Ach, in der Videobeschreibung. Ja, ja, ja schon. Das Ding ist, ich würde natürlich dann auf meinem Musikkanal die runternehmen, so. Weil. Segel auf rechts. Ja. Ich bin beim vorderen Segel. Das ist halt auch, wer liest sich die Videobeschreibung durch? Ich manchmal tatsächlich. Kommt drauf an. Also, wenn man mehr Infos haben will, steht die meisten Zauber drin. Ja, aber das ist wirklich traurig gewesen. Also ich meine, das ist nicht so, dass ich traurig bin, dass es keiner sieht so, sondern halt, dass die Leute, die sich freiwillig dafür entscheiden, die sich für deinen Content interessieren, dass die das auch nicht mehr angezeigt bekommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Leuten, wo ich halt weiß, die folgen mir. Die bekommen das auch nicht angezeigt. Ja, also ich habe halt jetzt zwei Leute gefragt, wo ich weiß, die folgen mir auf jeden Fall. Also so richtig auf jeden Fall und auch gerne von Herzen und so weiter. Und die meinen, nee, das wurde uns gar nicht angezeigt. Also die haben es gar nicht mitbekommen, die haben die Nachricht gar nicht bekommen, die Notification und so weiter. Trotz Premiere, trotz allem. Wenn man die Glocke aktiviert hat, dann hat man doch die Glocke aktiviert. Dann okay, Anker links. Das ist unsere Insel, das ist unsere Ja. Anker kommt, Anker ist. Ich habe mal die Harpune gemacht. Ich hoffe, das war okay, Captain. Ja. War gut, ne? Ich nenne sie meine 180, 180 in der Luftdrehung, Spin Grab, Monkey Segel. Around. Ja, Segel kommen hoch. Ich sehe aktuell kein Schiff in der Nähe. Vorne ist oben. Ich sehe am Horizont ein blitzendes Schiff. Dann verstehe ich YouTube nicht so ganz eng. Ja, ich verstehe YouTube auch nicht so. Ja. Aber es kann auch sein, dass Es macht halt Sinn, dass man für eine Kategorie. Ich meine, das Problem halt zusätzlich ist, ich habe einen Musik-Account. Also der heißt offenkundig Musik-Account. Ich habe so eine Musiknote, ich habe das beantragt und so. Und dann halt Sachen in einer anderen Kategorie zu machen, ist halt auch so ein bisschen dummi Ball. Ja, wo dann die eine Hälfte der Leute das eine nicht sieht, die andere Hälfte das andere. Genau, und YouTube sagt, okay, es interessiert gar keinen. Ja. Weil es keine Schnittmenge gibt. Ja, und das Problem ist halt bei den Vlogs, wenn das Video zu lang ist, das wäre kein Problem, aber wenn halt dann sich das. Nur jemand 2 Minuten anguckt und das Video geht halt 30 Minuten, ist halt der prozentuale Anteil gering. Ja. Und dann denkt sich YouTube, wow, kacke. Genau. Zeige ich weniger Leuten. Und das ist halt einfach für deine Musikvideos wahrscheinlich nicht so gut, ja. Ja, genau, richtig. Ist halt schon schade so, weil es ist halt. Also ich hatte schon immer das Problem, weil ich mache ja sehr viele unterschiedliche Berufe quasi, also das ist ja nicht das gleiche. Achso, oh, Skeletto, ne? Das ist ja nicht das gleiche, also halt Fotografie hat halt nichts mit Musik zu tun. Das ist halt, auch wenn ich immer sage, das ist ja ähnlich, weil, oder eher Videografie und Musik ist ja für mich sehr, sehr ähnlich, aber sehen halt einige nicht so und so weiter. Ist okay. Hier ist eine Spur der Macht auf dem Boden, ne? Ist das normal? Ein Kästchen war hier. Was? Wahrscheinlich musst du es wirklich splitten, ja. Das macht Sinn, aber ich habe halt schon so viele Accounts, weißt du, das hat mich damals so fertig gemacht in Social Media. Ich musste damals Fotografie splitten, mit Modeln splitten, mit Musik splitten und ich hatte dann 5 Accounts und Zeit habe ich nur für einen einzigen. Wie will man denn alles zusammen hinkriegen? Das ist halt krank, also der Zeitaufwand ist übel. Dann nehme ich erstmal verabschieden, euch noch ganz viel Spaß. Tschüssi, danke fürs Zugucken, Rollen, danke fürs Zugucken. Okay, Ja, aber das ist halt so mein Ding, die Zeit ist das Ding. Natürlich macht es Sinn, viele noch Account zu haben, aber wenn du dich nur um einen kümmerst, dann versauern die anderen natürlich. Das ist so.
Ich glaube, ich würde nochmal mit einer Lagerkiste hier rumlaufen, weil hier sind tatsächlich Kettenschüsse und so weiter gewesen. Ach, das macht schon Sinn, ne? Nicht die volle nehmen am besten. Achso, Entschuldigung. Wo ist denn die Leere dann? Hier? Südost ist die nächste Richtung. Die sind aber vor allem sollte die immer an der gleichen Stelle stehen bleiben. Beide sind die vollen. Ja. Warum sind die jetzt hier noch voll? Ja, hier ist so Essen drin und so anderes Zeugs. Ich springe einfach mal drauf, sortieren kann man ja auch später. Ja. Also ich habe jetzt so, da sind so hauptsächlich Essen drin jetzt. Weil ich habe hier ein paar Kettenschüsse gesehen und so weiter. Nehmen F. 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 Ja, aber das ist eine schwere Frage mit mir. Ja, total. Natürlich, ich meine, ich kann mich natürlich um YouTube-Accounts kümmern, so, aber ich werde nie im Leben dann für den Vlog-Kanal Stories posten können oder so. Also irgendwo hört es dann halt auch mal auf, ne? Also, ja. Also diese Shorts und so weiter und es ist einfach schwierig so. Ist halt in beide Richtungen blöd. Auf der einen Seite splittest du deine Views so ja, auf zwei Kanäle auf. Das stimmt, ja. Halt. Wobei der eine wird halt am Anfang einfach tot sein, ja. Ja, ne? Ja. Wenn es aber dann gar nicht losgeht, weil das Gesplittete einfach notwendig ist, dann ist es einfach so. Ja. So, solange das jetzt nicht irgendwie sechs Kanäle werden, die du auch einfach nicht bedienen kannst. Ja, also bis jetzt habe ich ja schon einige tatsächlich. Also sechs ist schon eine realistische Zahl, die es dann irgendwann wird tatsächlich. Also ich meine, ich habe meine Fotografie, ich habe Zocken, ich habe Musik, dann kommen noch Vlogos dazu, das sind vier einfach. Das ist schon eine Menge. Das ist so viel. Ja, sage ich. Aber was mache ich dann? Ja gut, das ist aber halt auch, ne? Du machst halt auch 20.000 Sachen. Du bist halt Model, Fotografin, ja. Streamerin, Musikerin. Vielleicht reduziere ich einfach mal. Ja, das, ja, Also der größte Geldfresser, den ich habe, das ist aktuell eindeutig Musik. Aber ich will die Musik nicht aufhören, was zur Hölle. Ja. Hatte die Harpuna? Achso, ja, entschuldige. Mach das. Ja. Ich brauchte halt irgendwie, ich bräuchte irgendwann mal die Meinung von einem, der das gesplittet hat, so. Und der vielleicht nicht super krass groß ist, der ein Team dahinter hat, die das für ihn machen, sondern einer, der das in Eigenregie macht, trotzdem mehrere laufende Sachen hat. Als Feedback, ob das Sinn macht. Ja. Hallo Malik. Na, alles gut bei dir. Aber wen frage ich da am besten? Ja. Also bei vielen kriegt man das halt mit, die schon groß sind. Ja. Die dann aber genau das merken. Ne, die Leute, die sich quasi nur für eine Sache interessieren, verfolgen den Kanal plötzlich gar nicht mehr. So, weil entweder werden die Sachen nicht angezeigt oder es ist einfach zu viel. So, ja. Und sich da nicht durchsuchen. Ja. Aber. Segelkanone. Ja. Die haben halt schon eben dann da viele. Und wenn die den nächsten Kanal aufmachen, kommen da halt direkt, weiß ich nicht, die Abonnenten rüber, die dann sofort ja, YouTube-Partnership aktivieren. Und, das genau, stimmt. Ja. Alles gerade Honig? Ja, Malik, weiß, weiß, weiß. Aber Südwest ist, glaube ich, unsere Richtung, ne? Ey, du fährst auf eine Sandbank zu, du musst links, du musst links. Ja, ich denke, das ist das hier, oder nicht? Das ist das? Ist es das schon? Weiß nicht. Sag dann, muss ich jetzt ankern, ne? Das ist es, ankern. Das ist im Thema Segel runter. Ja. Das meinte ich mit, das eine Sandbank, Marco. Ja. Dein Vogel wagt rum. Macht das Sinn? Ja, dem ist das, glaube ich, auch nicht so recht, wenn wir da so mit 200 km/h über die Sandbank schlittern. Wer ist denn das da im Wasser? Ist das ein... Oha. Das ist ein Boss oder so? Mehr was, mehr was für ein Typ. Ach, oh, ja, oh, guck mal, der hat so ein Aal und schießt damit rum. Okay. Ist alles repariert? Okay. Ja, das war gerade und ich mache mir gerade schwarzen Tee mit Honig. Geht's dir gut, Malik? Du, ich habe eine Frage an dich, ja, ne? Ich habe das gerade nochmal im Chat gefragt. Nochmal auch an dich. Ich habe ja meine Vlogs. Warte, okay, anders. Malik, du folgst mir doch auf meinem Musikkanal. Auf YouTube, oder? So, Segel sind oben. Hinteres auch, ja. Da helfe ich dir mit dem Anker. Da kommt Tim ganz schnell angerannt aus dem Wasser. Warum ist denn deine Kleidung so nass? Und wer getränkt? Hm? Nur so. Nur so. Aber was ist das für ein Wesen da? Könnt ihr mit der Kanone abschießen? Ja, ich habe jetzt meine Pistölchen einfach genommen.
So. Ich hatte Werbung, ich hab's nicht gehört. Okay, Malik, du folgst mir doch auf meinem Musik-Account, oder? Also auf meinem YouTube-Musikkanal. Ich hab eine ganz dumme Frage an dich tatsächlich. Oh, eine Schlange! Geil. Soll ich dann wieder die Fässer leer machen mit der Lagerkiste? Ja. Oh, Leute, hier ist ein Skelettschädel im Wasser, ne? Von dem, den wir abgeschossen haben. Ach so, kann sein. Auf jeden Fall so ein leuchtender Schädel. Ja, okay. Wurde dir angezeigt, dass das Lied Epic rausgekommen ist? Also mein letztes Lied? Oder hast du erst davon erfahren, als ich dir tausendmal gesagt habe, oh, ist ein neues Lied raus? Mir dann. Baby. Also Lagerkiste. Das ist die volle. Oh, die ist vorne in der Ecke. Ah, hier. Ja, genau die. Okay, dann nehme ich die. Kriegen immer die besten Kartenstücke. Gleich wieder da. Ja. Oder ist ein Riese? Wieder ist ein Riese. Was das ist ein Riese. Ich komme zu dir. Ein Riese ist ein Riese. Ja, warte, da ist ein Riese, Schnucki. Irgendwas Neues. Komm mal helfen. Komm mal helfen. Alter! Das ist neu. Ich konnte dich nicht retten. Einen Tunnel. Tut mir leid, ich hab's probiert. Du bist tot. Einen Tunnel. Oh mein Gott. Ich muss mal kurz, wo ist denn das? Ich hab gerade hier ein Testchen bekommen. Da ich mich gerade in einer sehr wahlkampfbetonten Bubble bin, erst mit deinem Sagen. Ah, okay. Nee, das hat damit gar nichts zu tun, Malik. Also ich will dich nicht kritisieren, dass du es nicht gesehen hast, sondern ich glaube, dass meine Sachen YouTube nicht vorschlägt, weil ich zu viel gefächerte Sachen mache, wegen meinen Vlogs und wegen meiner Musik. Also ich meine das jetzt echt nicht als Kritik so, sondern nur als einfache, wirkliche Nachfrage. Weil es geht nämlich darum, dass ich die Vlogs vielleicht auf einen neuen Account splitte und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil natürlich verliert man Views und so weiter und so weiter und so weiter. Und einen neuen Kanal aufzumachen ist immer ziemlich bescheuert, aber es geht so einfach nur darum. Ich hab den Tee fertig, ich muss mal kurz nochmal aufkasten, tut mir leid. So, ja, wie gesagt, also es ging nicht darum, jetzt halt, wie gesagt, ob du jetzt, also nicht als Kritik, ihr versteht schon, was ich meine. Hast es doch erklärt, ja. Wo ist denn die Lagerkiste? Ich wollte gerade alles lernen. Ah, danke schön, danke schön. Ja. Aber ich meine, das ist auch schon mal eine Bestätigung, wenn Malik das auch nicht gesehen hat. Ich meine, wenn du dich halt auch aktuell für was anderes interessierst, so. Ja. Es geht halt sehr, sehr schnell irgendwie, dass YouTube einem was. Ja. Anderes Neues vorschlägt, je nachdem, was man ja gerade guckt. Das stimmt, ja. Als ich damals halt, als mir erzählt worden ist, dass man so einen Artist-Account haben kann, wurde mir auch gesagt, so, ja, also wenn, es ist halt schwierig einzubekommen, wenn man verschiedene Sachen macht, wenn du nur eine Sache machst, ist es richtig einfach, hat er zu mir gesagt, so. Und dann hatte ich das halt, weil ich halt hauptsächlich eine Musik da drauf habe, so. Aber, ja, das könnte halt auch so ein Faktor sein. Ist halt schwer alles. Ich muss jetzt zum Zug, viel Spaß noch. Bis dann, Malik. Und danke fürs Reingucken. Sehr, sehr lieb von dir. Kein Ding, war mir schon bewusst. Ich wollte nur damit betonen, dass das auch der Grund sein könnte. Okay. Okay. Mach das einfach so, ich frage jetzt viele Leute und dann ziehe ich den Median draus oder so. Mathe, Mathe, Mathe. Okay, was sollen wir machen? Wir haben zwei Karten, ne? Ja, warte, ich würde noch mal kurz auf die Karte gucken wollen. Ah, okay. Das ist natürlich hart. Hinten wo? Wo ist die? Links von uns. 99 Grad links. Jetzt ein bisschen vorne links. Ah ja, an der Insel. An so einer kleinen Insel steht die Schaluppe. Ja. Hält da auch optisch. Okay, du sagst wegen den Seglern Bescheid. Macht das so komische Geräusche? Was macht komische Geräusche? Ja, wahrscheinlich haben wir jetzt wieder ein Loch. Nee, Loch, haben wir nicht. Ich bin unten, da ist kein Wasser drin. Okay. Ich checke aber mal die Wände wegen den anderen. Ja. Ja, ich habe kurz die Löcher gecheckt. Tut mir leid, tut mir leid. Ist gut. Ist auch gut. Segel ist unten. Jo. Segel drehen. Es ist immer Gegenwind, habe ich das Gefühl. Was hast du gesagt, Marco? Wird wahrscheinlich die große Insel da vorne sein. Ich
Irgendwas macht echt komische Geräusche. Oh, kann ich sagen was? Buip, 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 buip. Das war ich gerade. Warte, ich helfe dir, Tim. Schon? Okay. Ja, ich höre es auch so knarzen, ne? Zischen eher. Das waren jetzt, glaube ich, die Regel. Danke, absenden. Der Mast ist aber auch komplett repariert. Vielleicht das Steuerrad auch. Wenn kein Wasser gerade reinkommt, wird es kein Loch sein. Ja, deswegen dachte ich, wenn es knarzt, ist es vielleicht der Mast oder so. Irgendwas anderes. Du kannst ja noch mehr reparieren, deswegen. Ja, es ist Holz, es arbeitet. Ich will nur sicher gehen, ich will nur sicher gehen. Links. Nein, ich kann nicht durchkommen. Oh, ja. Links von uns ist eine Schaluppe. Wir halt mal rechts von der Insel. Kommt die auf uns zu? Das Segel hoch? Ja, die fährt parallel zu uns. Und dreht jetzt in die andere Richtung. Okay. Das denkt, die will auch keinen Stress mit uns. Vorderes Segel ist oben. Vorderes Segel ist oben. Ich glaube, das ist die Insel. Oder? Da war ne? Ja, vielleicht zwei Leute, die auf die Insel gehen und der Rest bleibt hier. Ja. Ja. Ja, nee, die kommen jetzt zu uns gefahren. Oder? Fahren die gerade aus? Parallel irgendwie. Also, ich würde hier vielleicht mittleres Segel mal hoch. Dann würde ich hier einfach drehen. Ja. So. Und dann geht ihr rechts an Land. Wegen dem Wind jetzt, dass wir besser wegkommen, drehen? Ja, ja. Okay. Segel ist fast oben. Segel ist oben. Schnell. Soll ich mir dir mit der Harpune helfen oder geht das so? Marco? Ich hab nur Hilfe bei dem Segel gebraucht, aber ist okay. Aber du hast doch gesagt, mittleres hoch, oder was meinst du? Ja, und hinterste, egal. Das habe ich nicht verstanden, sorry. Okay, okay. Das habe ich auch nicht verstanden. Alles gut. Also, ich habe es wortwörtlich nicht verstanden, aber. Also nicht die Worte, sondern alles. Okay. Apasht ja. Leiser. Ja, das stimmt. Aber ich kann dich ja nicht ständig kritisieren. Ja. Und jetzt Anker runter, Anker hoch oder nee, was? Oder. Wir fahren ein bisschen vorwärts, das ist ja weiter an. Dann drehe ich mal auch direkt die Segel so, dass wenn die runtergelassen werden. Mit der Harpune rechts ein bisschen ranschießen. So, guck mal. Bisschen ziehen. Also die Segel sind jetzt in den Wind gedreht. Das sollte hier was passieren, kann man ziemlich schnell Go machen. Also von mir aus könnt ihr schon mal auf die Insel. Ich bleib sowieso hier. Vielleicht mit Kevin dann. Okay. Wenn der Ausguck ist. Und dann könnte vielleicht einer von euch direkt so gehen, dass er guckt, ob die Schaluppe auf der anderen Seite ist. Okay. Aber wir müssen theoretisch den Acker, weil ihr fahrt nämlich, ne? Ja, ja. Ja, ja. Okay, also ich springe jetzt vom Boot. Ja. Du machst es, Marco? Ja, ja. Okay. Die Schaluppe ist jetzt und fährt aber fährt weg. Wenn du dich mit dem Schlag nach vorne deswegen bist du schneller am Land. Ja, ich weiß nicht genau, wie der Schlag nach vorne geht. Lang Linksklick einfach, oder? Auf dem Boden zielen, lang Linksklick und beim Aufprall. Ich glaube, du musst gar nicht auf dem Boden zielen. Ja, das ist aber einfacher dann, glaube ich. Echt? Das gibt Heim halt. Also lange Linksklick auf den Boden zielen und du hast beim Aufprall noch irgendwas rechts gesagt. Rechtsklick durchhalten. Rechtsklick auch, also links und rechts. Rechtsklick gedrückt halten. Zum ja, ziehen, du musst halt blocken und dann starten. Ja, du musst halten. Halt blocken. Ja, das ist auch vorher sagen. Habe ich nicht? Okay. Ja, die Schaluppe. Nee, hast du nicht. Nur auf den Boden gucken und Linksklick hast du gesagt. Wird irgendwo oben sein, glaube ich. Ah ne, gar nicht wahr. Auch irgendwo oben. Ich glaube, du bist gleich schon oben, ne? Naja. Ah ja. Darfst du da abhauen? Gut. Ich glaube. Wenn ich verluppe, lässt uns. Das ist ja das andere Schiff war von vorhin. Ist das nicht das? Oder achso, dem sind wir weggefahren, oder? Hm. Gefunden? Nice. Oh, wer da angegriffen? Richtig gute Kartenstück. Ja, noch nicht ausgebildet. Ja, noch nicht. Bin hier noch am
kämpft sind wir noch. Jetzt haben wir das. Pfeffer? Aha! Hilft leider nicht. Was denn? Sag mal. Aber wir können schon ausschließen. Aber. Das stimmt. Das sind noch zwei hier Stücke, ne? Hier ist noch eine Spur der Macht und hier war noch ein Schatz. Machst du gerade Schaluppendienst oder? Sind eigentlich die Lichter bei uns auf dem Schiff aus? Ich habe noch Sintra ausgemacht. Ich bin auf die Insel oben drauf, um zu gucken. Okay. Alles aber ich glaube, ihr meintet, dass die Schaluppe weggegangen ist, gell? Ja. Ja, die ist weg, die ist weg. Hm. Ich glaube zu wissen, zum einen. Haben wir eigentlich Fleisch zum Essen? Also, doch hier ein bisschen. Ja, hier wären ganz viele Schlangen. Ich könnte Schlangenfleisch oder nicht. Oben aus Angeln? Vom. Also, wenn ihr viel Fleisch mitnehmen könnt, dann nehmt das mit. Dann kann man das hier braten unterwegs und. Kann man sich halt gut. Ist halt ein Hühnchen drin, das könnt ihr essen, aber. Also auf dem, es gibt viele Schlangen auf der Insel, ich könnte Schlangenfleisch organisieren. Ja, einfach, also. Soll ich das machen eben? Ja, wenn du was mitnehmen kannst, ja. Dann mach ich das mal eben. Fünf Essenssachen mitnehmen. Ach so, soll ich dann eher mit einer Lagerkiste los, weil hier ist auch heftig viel Hühnchen und so weiter. Mach ich das einfach mal, schnapp mir kurz eine Lagerkiste, ich brauche nicht lange. Die Hühnchen und du kannst die einsammeln dann. Okay. welche war die Rumtrage-Lagerkiste? Ich nehme einfach eine von unten. Ja. Okay. Aber die Hühnchen und so musst du manuell reintun. Kannst du nicht aufsammeln. Echt? Damit. Oh, okay. Hier ist noch eins, sehe ich gerade. Tatsächlich. Hier. Ah, ich bin voll. Aber ich kann eben was essen, dann kann ich das absammeln. Ich dachte mir schon, was ist das da? Was denn? Das Grüne. Ja. Kevin ist am Angeln. Oh, what? Achso. Ich schon eine. So, Lagerkiste habe ich da. Aha, mit Rechtsklick war das. Okay. Okay. Essen. Hier. Und da muss ich das hinlegen dafür. Ah, geht. Okay. Ja, ein bisschen haben wir jetzt was. Ja, wenn du in die falsche Richtung ziehst, bricht die irgendwann weg. Okay. Und dann ist der Fisch halt weg. Probier mal einen Köder aus, wir haben ja heftig viel Köder schon. Der ist abgegangen. Ah, dann bist du. Ja. Ich hab eigentlich also, eingezogen. Ja. Der ist dann gegen die Schiffswand. Ja. Oh. Hinten am Außenposten ist ein Schiff angelandet. Richtung. Von da gespawnt. Südwest, vorne links. Tim, hast du noch was? Ansonsten würde ich zurück zum Schiff. Nee. Ich habe hier jetzt eine Ananas. Drei Ananas haben wir hier. Und wieder Bomben tatsächlich. Feuerbombe und Donnerbombe. Ja. Wir müssen eh in die andere Richtung. So ist so gut wie. Der Schlag hilft der verdammt gut. Vielleicht vorne rechts müssen wir. Ja, wir müssen vorne rechts. Ja, ja. Ach so. Aber nicht ganz in deren Richtung. Ja. Dann bringe ich mal das hier runter, das Essen. Ja. So. Brät jemand von euch? Ich kann warten. Geil. Wird auch noch an Bord? Ja. Cool. Harpoon ist drin. Noch hier. Ich lasse die einfach hier liegen, oder? Mhm. Wasser so? Okay. Ja. Oh, das sieht aber lecker aus. Lang. Ich dachte, ich gar nicht so lange aus. Okay. So, dann komme ich mal wieder zu euch hier oben und mach den Zigrins. Hä, wie sieht denn so eine Schlange aus?
Kleiner, glaube ich. Segel mit nicht so einem fetten. Segel runter? Ja. Mit nicht so einem fetten Knochen, glaube ich. Hm, weiß nicht. Schau legit aus. Okay. Wir brauchen nicht unbedingt optimal gerade. Wir sind direkt schon wieder vorne rechts da. Also soll ich weniger machen oder was soll ich tun? Passt, passt schon, passt schon. Gleich wieder mit dem Anker. Wuhuhuhu! Ich will mal mit dem Kompass checken, ob das die Insel ist. Ja, mach ich. Sieht. Nee, oder? Nicht weiter? Ja, doch. Ja. Doch, das ist. Die... Nee, ja. Das ist. Vorne links die, ne? Diese kleine linksige ist es da. Es sind ein paar Büschchen da. Also ich bin am Spiel. Das Problem ist, ich. Du musst halt heftiger links, ne? Ja, ja. Soll ich das das Segel oben hoch machen? Das vordere. Das Hauptsegel vielleicht, oder? Ja, das Hauptsegel, dann sehe ich es irgendwo, wo es hingeht. Okay. Immer das hoch. Das oben? Und das vordere auch? Das passt erstmal, den Rest machen wir mit dem Anker. Ist das die Insel? Ja, das ist die Insel. Das Bescheid. Soll ich absenken? Warte. Jetzt. Oh, wir werden gleich abgeschossen von der Insel aus. Ja, sehe ich. Ja, habe ich. Da ist aber noch einer daneben. Ja. Den habe ich leider nicht. Ja. Ja, ich habe den nicht in Sicht. Ich zieh den hier ran. Schade. Aber solange der nicht schießt. Wir sind okay. Wahrscheinlich zu nah. Okay, dann schnapp ich mir der hier. Lebt gerade nach. Oh ja, gut. Haben. Okay, so. Also ich spring mit der Lagerkiste an Bord und hol mir Zeug und Flaschenpost. Oh, da will sie. Du auch alles, was in dem Ruderboot drin ist, mitnimmst. Ja. Das ist ja auch immer so ein. Mhm. Mach da mal Segel hoch. Ach, der ist schon tot, okay. Ich extra hier oben positioniert. Wie komme ich jetzt hier lebend runter? Ah ja. Wasser springt. Mhm. Tim, das riecht super da unten. Das ist super. Tim, habe ich jetzt hier nochmal dazu gedingst? Okay. So. Skelettgaleone. Recht weit weg. Ich glaube, ich klaue uns das Ding ins Schiff. Kanonenboot. Ja. Da ist aber noch Zeug in dem anderen Boot, das wir haben. Einfach mal drei Sprengfässer, ne? I swear to God. Hm. So. Nimm die mal mit. Aber das vielleicht für das
Hab keine, überhaupt keine Kapazität. Ich laufe schon mit einer Lagerkiste rum, tatsächlich. Okay. Ja, gut, dann. Und das ist gerade auch ziemlich schwer, mit der Lagerkiste und dem Kompass das richtige Ding zu finden. Hm. Ich werde gut braten. Ich kann helfen. Nice. Skelettschiff fährt auch weg. Hier. Lol, ist direkt hier, wo wir gestrandet sind. Da ist schon das Dingenskirchen. Da. So, also, ich habe jetzt eine Ankerkugel, zwei Ketten. Was denn? Was denn? Wir sehen's. Wir sehen das Kreuz, ja. Oh, okay, ich dachte, da ist einer. Könnt ihr mich reinziehen? Ja. Ja. Nice. Also, in der Lagerkiste, ich habe mitgenommen zwei Schlangenfleisch, eine Ankerkugel, viel Zeug. Ist gut, ne? Und 51 Kanonenkugeln. Und die war leer vorher. Ist so. Also das lohnt sich echt, mit einer Kiste über eine Insel zu dingsen. Ja. So, wir wissen ja, wo wir schon hin müssen. Ich guck mir das mal an. Ihr wisst, welche Insel das war, ne? Ja, das sieht man. Ja. Ja, habe ich doch markiert. Ich habe sie markiert. Nein! Was denn? Verbrannt. Devil's Ridge. Nein, ich hab das halbe Stück Holz lange gegessen. Ah. Oh. Ups, das wollte ich gar nicht wegnehmen. Ich wollte das nicht wegnehmen, Entschuldigung. Alter, du hast mich vollgekotzt! Sag mal, das kannst du nicht machen! Sag mal, Tim! Alter, Kontrolle. Und das ist alles auf dem Boden! Mach sauber. Es geht nicht mehr weg! Ich will meine Flecken. Ja.